Hallo. Moin. Moin. Wunderschön. Buongiorno. Deutschland schon wach? Tyler ist wach. Stefan ist Papa. Wake up. Guten Morgen. Ich bin vor allem verschnupft, aber ich habe ja eine Räuspertaste, deswegen können wir ja heute einen Podcast machen. Ich esse nebenbei einen ersten Stollen mit Orange und Marzipan. Jingle Bells, Jingle Bells. Ich empfehle euch das auch. Ist schon wieder Weihnachten. Es ist schon wieder Weihnachten. Ich habe schon Lebkuchen gegessen. Jetzt esse ich einen Stollen. Sehr ekelhaft. Ja, Lebkuchen esse ich aber das ganze Jahr. Immer wenn ich schniefen oder niesen muss, mache ich meine Räuspertaste. So. Wir danken. Damit geht's los. Wie immer, weil das ist ja hier ein produzentenproduzierter Produzenten-Podcast. Ihr habt value jetzt einen Produzenten-Button. Value. Wir danken Till, Thorsten, Frank, Alexander, Nathalie, Timon, Andreas, Timo, Paul, Peter, Yvonne, Sven, Sebastian, Felix, Manuela, Robert. Robert schreibt, bin aufgewacht. Gut so. Wir sind auch aufgewacht. Gunnar, Peter, Henry, Marie, vielen Dank. Claudia, Marc, Julian, vielen Dank. Jakob, Ilene schreibt, für regelmäßige gute Unterhaltung sollten auch arme Studenten ab und zu freiwillig was zahlen. Warum nicht? Schließen wir an. Michael, Adam, danken wir auch. Und Adams Freundin hört jetzt auch einen Aufwachen-Podcast. Na dann. Und alle Unterstützer von gestern lesen wir das nächste Mal vor, weil wir tun einfach so, wie das machen ja alle anderen Podcaster so, dass sie immer aufnehmen und dann brauchen sie noch einen ganzen Tag, bis sie den Podcast fertig machen. Und wir tun jetzt einfach so, als hätten wir das gestern aufgenommen und hätten den ganzen Tag schwer geschuftet und hätten den Podcast dann heute fertig gemacht. Deswegen alle Unterstützungszahlungen von gestern am Freitag. Aber was macht das für einen Unterschied? Kein. Ich wollte es nur irgendwie, weil wir uns gestern verschoben haben. So, Thilo möchte hier mit Herfried Münkler anfangen. Kennen wir den irgendwoher? Nee. jeder, der die letzte Folge verpasst hat, kennt ihn nicht. Und ich hatte nur eine Stelle, die ich mit euch beiden besprechen wollte, weil sie mir hängen geblieben ist, war für mich so einer der Aha-Momente des Gesprächs. Und ich muss mal... Aha, im Sinne von, da ging es besonders musisch zu? Ja, genau. Mhm. Mensch, das ist doch eine schöne musikalische Stelle. Daraus könnte man, daran kann man doch die Jungen oder die Ultras setzen und was Schönes lernen. Und ich fange jetzt mal an, ich kann jetzt ganz genau nicht die Sekundenstelle, aber es geht um die Stelle. Lass mal laufen. Es geht um Einwanderung und Zuwanderung. Okay. Es geht um ein Bildnis, was er bringt, oder ein Vergleich. Unsere Gesellschaft weniger Menschen hervorbringt, als sie eigentlich müsste, um ihren Wohlstand zu halten. Wir sind also gewissermaßen auf den Zufluss nicht wesentlich von Kapital, sondern von Arbeitskraft angewiesen. Gut. Das ist nichts Aufregendes und Neues, sondern man kann sagen, dass seit der Entstehung von Städten im 3., 4. vorchristlichen Jahrtausend Städte immer ein Ort waren, die sich biologisch nicht reproduzieren konnten, sondern auf soziale Reproduktion, also auf Zuwanderung angewiesen waren. Und wenn man das in eine Perspektive der globalen Hemisphären hineinbringt, ist das halt, sind wir jetzt sozusagen die Städte, die sich nicht reproduzieren können. Dieser Vergleich, das fand ich spannend, weil ich habe dann einfach mal an meine alte Heimatstadt mich erinnert und ich weiß nicht, ob es bei euch oder ob es in Jena auch so ist oder Tyler, wo kommst du nochmal her? Berlin. Ja gut, in Berlin wahrscheinlich nicht so, also aber aus einer richtigen Stadt, also was da, also wenn du die Ruinen von Malchin dir anguckst, dann hat Malchin eine Mauer umgeben. Mhm. Und das, was früher die Städte gemacht haben, ne, Mauern hochgezogen und immer kontrolliert, wer reinkommt und wer nicht reinkommt, das machen wir jetzt als Länder. Und aber das ist nicht 1:1, aber dieses Bildnis, ne, das was früher die Städte waren, sind jetzt die Industriestaaten. So habe ich ihn jetzt verstanden. Ich finde es ein interessantes Bildnis. Und diese Mauern ziehen wir ja auch hoch. Das ist ja das Dokument. Burgwall.
Burgwald. Wir dokumentieren ja seit einem Jahr die Flüchtlingsbekämpfungsmaßnahmen und das sind doch am Ende auch die Stadtmauern, von denen er spricht. Oder? Nicht ganz. Also er bezieht sich ja zum einen hier auf das dritte bis vierte vorchristliche Jahrhundert und da spielt er wahrscheinlich... Ja, also ich beziehe mich auch auf Malchin. Mhm. Ich meine, drittes, viertes vorchristliches Jahrhundert, da gibt es quasi nur einen Text und das ist die Dissertation von Gunnar Heinsohn, die sich mal mit Stadtgründungen zu diesen Zeiten, zu denen wir eigentlich nichts dokumentiert haben, ja, außer wirklich so. Noch irgendwelche Felsen, die in irgendwelchen Museen stehen, Pergamon oder so. Das Alte Testament, da steht eine Menge drin, Stefan. Das ist alles Fakten. Nee, aber das Bild, was du ja aufmachst, das ist ja nicht drittes, viertes vorchristliches Jahrhundert, sondern das ist so 13. Jahrhundert. Ja. Also wir haben nicht mehr die Bauern, die in Villikation einem Fürsten unterstellt, in so kleinen Dörfern mit 10 Familien leben und dann gemeinschaftlich das Feld bestellen und dann einmal im Jahr Getreide abgeben, sondern wir haben hier dann wirklich die Stadtgründung und auch politische Selbstbestimmung, also wie in Köln zum Beispiel, ja. Also die Stadt wächst, gründet sich als Stadt, trägt sich da in irgendwelche Listen ein, gibt sich sozusagen vom Fürsten die Erlaubnis, Stadt zu sein und setzt dann, also erfindet dann sozusagen Demokratie. Nur, dass die eine Stadtmauer drumherum gemacht haben. Ja. Da ging es ja wirklich um, also nicht darum, die Armen Mittellosen abzuhalten, sondern die, die auf Pferd mit Rüstung und Speer kamen. Ja. Und wo weißt du das? Die Mittellosen in der Stadt beschützt haben, angreifen wollten und die sich dann beschützt haben mit. Du hast ja auch Game of Thrones geguckt, Tilo. Die Burgtore waren ja zu Friedenszeiten offen. Ja, die Stadt ist im Grunde immer offen gewesen, ja. Also da steht zwar eine Mauer, aber das ist so mehr so Oktoberfest, ja. Das, eigentlich ist das Tor offen und dann. Ja, wir sind ja auch offen gewesen. Die Grenzen waren ja auch, also die Grenzen im Sinne, auch offen, als es keine sogenannte Flut gab, ja. Aber wenn da auf die Stadt ein paar Tausende zukommen, dann überlegst du die Stadt vielleicht, die Tore erstmal zuzumachen. Wenn du eine Stadt verteidigst, indem du die Tore zumachst, dann hast du genau eine Woche und dann bricht eine große Hungersnot aus und dann hast du noch 2 Wochen, dann sind alle krank und nach 4 Wochen sind alle tot. Ja? Na, darauf wollte Tilo doch hinaus. Aber das ist ja bei uns am Nationalstaat, den wir mit Mauern, also sogenannten Mauern, genau umgekehrt. Ja? Wir können uns ja selbst versorgen, sondern wir halten ja wirklich die Armen der Welt draußen. Also wir können uns sozusagen leisten, was die Städte, die das mit echten Mauern gemacht haben, sich eigentlich nicht leisten konnten, nämlich sich abnabeln von der Welt, sondern die waren darauf angewiesen, dass sie an Handelsrouten lagen, ja, dass da die Leute durchzogen und Er spricht ja eher auf die Reproduktion an, ne? Ja. Also dass halt die Stadtbewohner als erstes angefangen haben, sich weniger zu reproduzieren, als nötig wäre. Ja, aber das ist eben auch heute wieder die Frage, ja. Also ich meine, Deutschland ist jetzt in so einem Status, die Kinderquote ist 1,4. Ja? Also genau, da haben wir ja jetzt die Vergleiche gesehen, Ost-West, ne, zum Tag der Deutschen Einheit. Genau. Noch niedriger. 1,4 und 1,5. Genau, also beides. Noch niedriger ist sie zurzeit nur in Portugal und Griechenland, ja, also da, wo es richtig fucked up ist, würde man sagen, da ist so 1,2. Also die Quote bei Tyler, mir und Stefan ist 1,0. Ja, nur. Mit 1,4, also es gibt sehr viele Leute, die sagen, ja, 1,4 ist eigentlich eine sehr gesunde Quote, das ist so das Dänemark-Modell, 1,8, ja. Da kann man den Wohlstand halten, ohne dass man jetzt zu viel Ressourcen verbraucht, als so ein afrikanisches Land, das immer weiter wächst. Ja genau, man schrumpft so ein bisschen. Die Frage ist dann, wie fängt man Arbeitnehmermangel, also das ausbleibende Erwerbspersonenpotenzial, wie fängt man das auf? Könnte man nicht, und das ist ja dann die Frage, Outsourcing in die Maschine, ja, statt einfach nur Outsourcing in andere Menschen, die das dann machen, kann man es nicht durch Automatisierung auffangen. Und da sagt Münkler halt, da gilt jetzt wieder das alte Bild. Die Städte mussten prinzipiell wachsen, um ihren Wohlstand zu erhalten. Mhm. Und das müssen Nationalstaaten irgendwie ein bisschen auch, ja. Wenn sie schrumpfen, dann schrumpfen sie. Das hat ja dann auch, also nicht nur damit zu tun, dass sozusagen auf faktischer Ebene Sachen ausbleiben, sondern wenn du eine schrumpfende oder eine stagnierende Gesellschaft hast, wird die ja auch immer älter und immer im Kopf bewegungsloser, ja. Also Rentnerdemokratie, so wie wir es jetzt haben, dass die Mehrheit der Wähler 50 Jahre alt ist, also älter als 50 ist, oder dass in 20 Jahren es genauso viele Neugeborene wie 85-Jährige gibt. Das verändert eine Gesellschaft so mental, dass man nicht erwarten kann, dass da nochmal so ein Silicon Valley-Funke zündet oder sowas. Ja? Also dieses Bild muss man da vor Augen haben. Aber ich meine, ich kenne Münklers Die neuen deutschen Buch auch noch nicht. Aber ich glaube, da werden wir auch mal reingucken irgendwann. Zu gegebener Zeit. Das war jetzt das Einzige, was ich mit euch noch kurz besprechen wollte. Und eine Frage habe ich noch, wenn du Köln ansprichst. Mhm. Hat Düsseldorf diesen Antrag nie gestellt, Stadt zu werden? Ja, doch, aber Köln und Ulm sind ja so die ersten. Also Köln ist die
die zuallererst eine Räteherrschaft eingeführt hat. Also so, dass eine freie Stadt. Genau, dass die Stadt sich selbst trägt. Selbst ja, ich wollte nur einen Wortwitz machen. Ach so. Ja, in Düsseldorf ist auch eine coole Stadt. Wir haben bestimmt auch Hörer in Düsseldorf, ihr seid auch cool. Dorf. Ja, das finde ich auch witzig, das Düsseldorf als Dorf, das Düsseldorf. Naja. Gut, wir haben mal wieder Nachrichten gucken, wird mal wieder Zeit, ne? Ja, wir gucken mal Nachrichten. Bevor wir Nachrichten hören, ich habe einen Clip in Nachrichten gehört, den habe ich nicht in die Clipsammlung reingepackt, weil er so cool ist, dass ich ihn für immer dabei habe jetzt. Thomas Bellut, weil wir haben ja jetzt Funk, ne? Funk wurde jetzt gegründet. Ach, der Verhinderer? Der Verhinderer? Der junge Naiv. Ach so, ja, genau, der deine Karriere geknickt hat. Ja, danke schön. Deine Biografie abgebrochen hat, kurz vor der großen Explosion ins Funkuniversum. Also Thomas Bellut, der Superintendantenchef des ZDF, erklärt jetzt mal kurz, und das ist der einzige O-Ton, der sich von ihm dazu finden lässt, in voller Länge, was es denn jetzt mit diesem Funk und so weiter auf sich hat. Und ich find's so absurd. Dieses junge Publikum pickt sich aus dem Netz heraus, was es interessant findet. Und da kann es durchaus mal ein paar gute, qualitätsvolle Angebote geben. Ja, ein paar. Es kann doch jetzt durchaus mal ein paar bisschen Qualität im Internet geben. Was ich noch witzig gefunden habe, bei Skobel, der hat über die Zukunft des Journalismus gesprochen und das Ganze ohne mich, naja, aber mit Niggemeier und zwei Professorinnen, also ein Professor, eine Professorin, und da gab es in einem Einspielfehler auch einen schönen O-Ton zum Thema Internet. Und hier liegt ein Grundproblem des Internets. Jeder ist heute Massenmedium. Jeder kann sich äußern, unkontrolliert und unzensiert. Ja, das ist ein Grundproblem des Internets. Jeder kann mitmachen. Aber jetzt kommt der dank CDF die Qualität. Na dann. Für den Fall, dass ihr nicht wisst, was ihr uns, also wie hoch so eine Unterstützung für den Aufwachen-Podcast sein könnte, ne? Klickt einfach mal einen Tag lang durch Funk, das Angebot von Funk. Stellt euch dann, also wissend, dass das 45 Millionen kostet, was die da machen, könnt ihr dann so eine kleine Äquivalenzrechnung aufmachen in eurem Kopf und so Pi mal Daumen überlegen, was Aufwachen-Podcast wert ist. Naja. 35 Millionen. 35, nicht 45? Nein, ich dachte, nee, das Funk. Achso, ja, ja, genau. Ja, in diesen Sphären, ich finde das ja sympathisch, Tyler. Obwohl, nee, warte mal, Sie haben wie viele Formate? 40 so ungefähr, ja, 40, ne? Planen, ja, 40 planen Sie. Also, und dann, ja, 1,5 Millionen. Mhm. Oder 1, noch was. Millionen, das Stück. Stückpreis 1 Million. Eine Million. Eine Mille? Ah, nee, eine Mille sind ja in den Szymanski-Filmen immer 1000 gewesen. Ja, eine Mille ist immer was anderes. Kommt auf die Generation an. Eine Mini-Mille. Naja, wir hören jetzt mal Nachrichten. Marietta Slomka moderiert hier was zu unserem, zumindest meinem Lieblingsministerpräsidenten Justin Trudeau. Und oh, du schon wieder, du Fanboy. Ja, es geht um freiwillige syrische Flüchtlingsaufnahmen. Ich glaube, Trudeau ist echt noch so ein größerer Showman als Obama. Meinst du? Na, dann ja, ist ja. Hab ich im Gefühl. Dann ist glaubst du wirklich, ja. Dann ist hier bestimmt die Wendung hier gleich sympathisch. Also wir hören mal kurz rein. Man muss kein Pessimist sein, um zu befürchten, dass Syrien noch für sehr lange Zeit ein Land sein wird, aus dem Menschen fliehen. Mit all den Folgen, die das dann auch für die Nachbarländer hat und für Europa. Umso bemerkenswerter ist es, dass ein Land wie Kanada, das von diesen Problemen geografisch ja weit entfernt ist, freiwillig syrische Flüchtlinge aufnimmt. So, jetzt ist der Aufhänger dann natürlich nicht der kühle Trudeau, ne? Sondern, Thilo wird sich jetzt freuen, man hängt sich jetzt nicht an der falschen Schleppe an, dass Trudeau der coole wäre, sondern es gibt andere coole, die diese Berichterstattung rechtfertigen. Wir hören mal weiter. Die neue liberale Regierung unter Justin Trudeau unterscheidet sich in der Hinsicht ausdrücklich von der Vorgängerregierung, die Kanada strikt abschirmte. Den hohen Beliebtheitswerten des jungen Premierministers hat das bislang keinen Abbruch getan. Und so ließ er es sich nicht nehmen, dieses Thema seinen royalen Staatsgästen zu präsentieren, dem britischen Thronfolger Prinz William und Gattin Kate. Ja, wie findest du das? Der Anlass ist gar nicht Trudeau selbst, sondern William und Kate. Ich finde auch geil, wie sie so nebenbei erzählt, ja, also die haben Flüchtlinge reingelassen und das hat dem Premierminister gar nicht geschadet. Ja, unglaublich, ja. Ne? Ja, also das ist doch bei uns völlig normal, dass das der Regierungschefin schadet. Ja, das ist eben der Unterschied zwischen alten und jungen Gesellschaften. Die einen gehen halt ganz anders mit Problemen um. Auf der anderen Seite muss man natürlich betonen,
dass Kanada bisher 25.000 syrische Flüchtlinge aufgenommen hat und jetzt bis Ende des Jahres nochmal 10.000 aufnehmen will. Da würde jetzt jeder bayerische Hörer anmerken, ja Mensch, so viel sind an einem Tag angekommen bei uns. Mhm. Na, wir hören mal weiter, weil diese Wendung, auf die wollte ich auch gleich noch kommen. Also um wie viel geht's hier? Noch ein kleiner Trudeau-Clip, der nochmal zusammenfasst, was ich auch finde sehr wichtig ist, nämlich wie er seine Wahlen da gewonnen hat. Justin Trudeau hat es gegen den weltweiten Trend geschafft, mit seiner liberalen Einstellung zu Flüchtlingen die Wahlen zu gewinnen. Und nun nutzt er den Besuch der britischen Royals, um mal zu zeigen, wie das so in Kanada geht. Solidarität. Ja, also ist das jetzt genau. Hinebogen oder hat er tatsächlich mit dem Wahlversprechen, ich helfe syrischen Flüchtlingen, die Wahl da gewonnen? Auf keinen Fall. Ich meine, das ist ja nicht mal CETA-Thema. Wie kann denn da der Syrienkrieg-Thema sein? Ich wollte gerade sagen, ich habe kanadische Freunde, ich bin mir sicher, wenn ich die Frage, warum Trudeau die Wahl gewonnen hat, dann liegt das eher daran, dass die alte Regierung, die Konservative, super unbeliebt war. Ja. Und dass die jetzt reingekommen sind. Und warum nicht mal einen 44-Jährigen im Amt? Naja, jetzt kommt jedenfalls das, was ich auch interessant finde, weil auch wenn es jetzt niedrigere Zahlen sind, das System wäre eins auch für Deutschland gewesen. Wenn die Leute sagen, oh, die Regierung hat 25.000, 31.000 Flüchtlinge aufgenommen, dann ist das nur ein Funke der Wahrheit. Freiwillige und Familien haben ihre Gemeinschaften, ihre Herzen und ihre Häuser geöffnet, um Leute zu unterstützen, die eines Tages zu dem beitragen werden, was dieses Land ausmacht. Ja, und das ist nämlich der große Unterschied. In Deutschland kann man auch privat syrischen Flüchtlingen helfen oder anderen. Man muss sich dann nur für sein ganzes restliches Leben und mit seinem ganzen finanziellen Vermögen verbürgen. Mhm. Und das haben sie in Kanada lockerer gemacht. Du musst nur ein Jahr für sie bürgen. Mit deinem, was weiß ich, Geldunterstützung, Wohnraum und so weiter. Und danach kannst du sozusagen wieder in Gemeinschaft mit dem Staat gucken, wie es läuft. Ja? Und diese Hürde, also diese Bürgschaft für immer und ewig, und du bekommst den Flüchtling sozusagen nie wieder los. Ja? Also musst dich wie für deine Kinder für ihn verschreiben. Das ist die große Blockade in Deutschland gewesen. Da gibt es auch bei den Sozialtheoristen einen schönen Text von meinem Professor Stefan Kühl. Den kann ich ja vielleicht nachher nochmal verlinken. Naja, die kanadische Küstenwache hat dann noch mal ein schönes Geschenk an William Kate gemacht und das finde ich wirklich erstaunlich, dass sie sich so ein bisschen so getraut haben, weil sie wussten, wie das Fernsehbild dazu aussieht. Am Ende dieses Tages, der ganz im Zeichen des royalen sozialen Engagements stand, schenkte die kanadische Küstenwache dem Herzogspaar Schwimmwesten für ihre Kinder und dachte dabei sicher an nichts anderes als Segelturns. Ja. Aber das ist doch cool, oder? Also ich weiß nicht, inwieweit jetzt die syrischen Flüchtlinge da so im Mittelpunkt des Besuchs standen, aber dass am Ende die Küstenwache an die Königskinder Schwimmwesten verschenkte. Das ist schon fast... Ja, die Flüchtlinge, die in Kanada ankommen, die sind ja nicht mit per Schlepper gekommen. Ja, doch, Tyler, über den Atlantik. Ja, mit auf Moby Dick, ne? Ja, die sind 6 Monate mit einem kleinen Motorboot gefahren. Ja, deswegen ist das Bild der Rettungsweste vielleicht dort nicht so... besetzt. Ja, aber dafür, dass es wieder den europäischen Royals gibt, die auch auf einer Insel leben und nee, ich find's irgendwie ganz gut. Ich habe du hast die Royals gerade in diesem Stuhlkreis sitzen sehen, da habe ich mir so gedacht, da denkt Kate und William dann so, die nehmen Fußvolk aus Arabien auf. Was sind das für Menschen? Ja, oh nein, Gott. Das denken die nicht. Ein Glück sind wir Briten da ganz schön einwandererfeindlicher. Oh Gott, dieser scheiß Kanadier, oh Gott. Thilo zeigt mal wieder sein völliges Unvermögen nachzuvollziehen, wofür man Royals braucht und wie sie wahrscheinlich denken. Ich bekämpfe die Royals bis zum Ende meines journalistischen Lebens. Siehst du, gegen die Royals hat man damals auch die Stadtmauern gebaut übrigens. Ja. Da nicht einfach der Fürst einreiten konnte, nur weil er mal ein bisschen Getreide wollte. Ja. Siehst du, hier, da gehen die Trennlinien durch diesen Podcast. Die einen sind pro Monarchie, die anderen sind Anti-Monarchie. Ich bin gar nicht pro Monarchie unbedingt, aber William doch, du bist ein Apologet. Du William bist ein Monarchie-Apologet. Würde ich akzeptieren, so als König und Königin. Siehst du, bei dir geht's einfach nur um die Gesichter. Oh. Naja, gehen wir mal in die moderne Computer. Tyler hat keine Meinung zur Monarchie, offenbar. Tyler, wie ist deine Meinung zur Monarchie? Brauche ich nicht. Wunderbar. So einfach kommst du ja nicht aus der Affäre. Nö, brauche ich nicht. Na gut. Kommen wir mal ganz in die Moderne. Wir springen sogar ein bisschen in die Zukunft.
holen sie aber wieder zurück. Marietta Slomka kümmert sich jetzt mal um was ganz Modernes, nämlich Computer als Assistenten bei der Rekrutierung. Wir wissen ja Fachkräftemangel. Wie siebt man aus den wenigen Erwerbspotenzial, das wir haben, noch die besten aus? Es gibt einen Selbstversuch einer Journalistin, die mal hier so einen Quatsch mitmacht. Wir hören mal rein. Ich glaube, es wird deutlich, um was es hier geht. Bitte beschreiben Sie den Ablauf eines typischen Sonntags. An einem typischen Sonntag stehen wir so gegen 9 auf. Der Computer fragt, ich antworte, eine Viertelstunde lang. Dann hat die Software genügend Sprachdaten, analysiert in einem Sekundenbruchteil, wie ist die Sprecherin. Die Auswertung ist faszinierend und irgendwie unheimlich. Ein Psychogramm in Grafiken. Die Software Presire hat das Gesagte auf knapp 200.000 Kriterien untersucht. Inhalt spielt dabei keine Rolle, Wortwahl, Satzbau und Sprechgeschwindigkeit schon. Das ergibt dem Team einen Einblick. Bin ich offen, belastbar, bereit, mich im Job zu engagieren? Daten, die sehr nützlich sind für Unternehmen, zum Beispiel bei Einstellungsgesprächen. Ja, also man ruft irgendwo an, weil man einen Job will. Und anstatt dann in einer Warteschleife zu hängen, wird man 15 Minuten von einem Computer befragt und soll dann irgendwas beantworten, wie sie eben auch an der ersten Frage schon vorführte. Wie läuft bei Ihnen ein Sonntag ab? Und dann soll sie so ein bisschen erzählen. Ja, und da geht es dann nicht um Inhalte, sondern nur um die Frage, wie schnell reagiert sie denn? Wie offen ist sie? Wie emotional engagiert wirkt ihre Stimme? Und es wird dann ausgewertet. Ich meine, wenn mich die Maschine fragen würde, wie läuft dein Sonntag ab, dann sage ich, ich stehe um 16 Uhr auf, hole mir einen Döner. Ja, vor allem. Und gehe dann wieder ins Bett und mach bis Montag gar nichts. Das läuft per Telefon, ne? Also das, was sie sagt, wird erstmal runter transformiert auf 16 Kilobit oder so. Ja, und dann wird es so durch die Leitung geschickt. Am Ende, wir wissen ja alle, wie sich es am Telefon noch immer noch anhört heutzutage. Und dann sitzt da so ein Computer dran und macht da so eine Psychoanalyse irgendwie. Naja, dass das natürlich alles total super cool ist, ne? Es ist nicht nur neu, sondern es ist auch alles super cool. Ja, ich meine, das ist mal wieder ein Oma-Erna-Beitrag. Ja, das ist vor allem Werbung. Es werden Computerbildschirme abgefilmt, ja. Dann wird derjenige, der auf den Computerbildschirm guckt, abgefilmt, also immer ganz neugierig. Mhm. Also. Wir hören jetzt mal den Gründer des Unternehmens, der diese Presire Technologies Software hergestellt hat, Dirk Gratzel. Und wir sind hier im Modus einer Werbeveranstaltung, das ist klar. Und deswegen hören wir nochmal, wie sich Herr Gratzel hier zu seiner Technik äußert, für die ihn mal ein sozusagen eine Plattform also, ein... Nur mal ganz kurz, habe ich es richtig verstanden, ist jetzt, wenn ich mich um einen Job bewerbe, wird nochmal so wie so eine Verhaltensanalyse gemacht anhand meiner Sprache. Bevor du auf einen Menschen triffst, musst du diese Computernummer anrufen, den Robo, und mit dem eine Viertelstunde reden. Der stellt dir dann Fragen und du musst sie dann beantworten. Ah, und da, der kann dann schon sagen, aufgrund meiner Art zu antworten, bin ich gar nicht geeignet. Genau, der macht dann nicht ein Transkript vom Gesagten, sondern genau das Gegenteil. Der macht nur so eine Stimmungsengagement-Emo-Analyse, die er dann in Balkendiagramm ausdruckt auf 2 DIN A4 Seiten und den Leuten hinlegt. Und die rufen dich dann entweder zurück oder nicht auf Basis dessen, was sie da vorgelegt kriegen. Also nach Thilos Antwort wird man dann nicht zurückgerufen. Warum? Thilo muss nur engagiert genug sagen, ja, Sonntag, also da lege ich mich erstmal hin und schlafe den ganzen Tag und dann mache ich gar nichts und abends gucke ich noch ein bisschen Serien. Ja? Wenn du es nur ein bisschen engagiert vorträgst. Wenn es ein bisschen engagiert. Also ich sehe da auch großes Potenzial für neue Bewerbungsberater, ja. Bisher war ja immer, man geht in die Buchhandlung und fragt so, ja, haben Sie ein Buch für Bewerbung? Ich habe jetzt mein erstes Bewerbungsgespräch. Und dann sagen die so, ja, gucken Sie mal hier, das Buch, das finden alle ganz gut. Und dann blättert man das so auf und da steht dann so drin, ja, Sie müssen wissen, was Ihre Stärken sind. Bei den Schwächen müssen Sie so und so antworten. Also ehrlich sein, aber nicht zu übertrieben, Ihre Schwächen voraus und so. Ja, und jetzt ist so das der neue Bewerbungsratgeber, der sagt dann einfach nur, es ist im Grunde egal, was Sie sagen. Ja, einfach nur super engagiert, reden Sie ein bisschen schneller als normal, ein bisschen lauter auch. Schließen Sie die Sätze klar ab und versuchen Sie, Grammatik eindeutig zu reden, ja. Also so ungefähr. Versuch Grammatik eindeutig zu reden. Ja, also nicht genau irgendwie so. Die Worte genau vertauschen so. Oder so. Ja? Ja. Also Dirk Gratzel stellt uns jetzt mal seine Software vor hier. Und das ist jetzt eine Nachrichtensendung, keine Werbung, angeblich. Ne?
Der größte Vorteil ist, dass eine Softwarelösung sehr objektiv und nüchtern und ohne Ansehung irgendwelcher sachfremder Aspekte einer Person, also sie hört nicht ihren Nachnamen und sie sieht nicht, ob sie ein attraktiver oder weniger attraktiver Mensch sind. Hier haben wir einfach einen objektiven Vergleich. Jawohl. Also das ist so Native Advertising, oder? Ja, ich würde auch gerne wissen, was das TDF dafür bekommen hat, so ein Ding. Und also das ist ja wirklich unglaublich, ja. Ja, die Software ist objektiv und nüchtern, ja. Das ist am Ende ein ganz, also einfach ein objektiver Vergleich. Die machen das für das Gros ihrer Zuschauer, die ja Azubis sind und sich demnächst irgendwo bewerben, damit die wissen, was auf sie zukommt. Ja, genau. Stimmt, stimmt. Das ist die neue Zielgruppe. Ja, die haben 93% Marktanteil unter den Azubis, ne? Ja. Ja. Nee, es ist wirklich gruselig, ja. Software, objektiv und neutral in dieser Angelegenheit, in der wir das gerade vorgestellt bekommen haben. Ja, diskriminierungsfrei, Stefan. Ja, nur weil da nicht drauf geachtet wird, wie schwer die Leute sind, die da antworten, ne? Das höre ich doch raus, wie fett du bist. Naja, das CDF ist jedenfalls total begeistert, kann sich gar nicht vorstellen, dass schon bei der Auswahl der Signale, die da ausgewertet werden, auch irgendwie ein bisschen Subjektivität oder irgendwas anderes mit reingemengt wird in so einen Ergebnisbericht. Oder dass die Umrechnung in Zahlenwerte und Vergleichswerte überhaupt irgendwie das Ergebnis trüben könnte, sofern man überhaupt sich vorstellen könnte, dass man aufgrund von einer Stimmenanalyse so ein Psycho-Ding da machen kann, ja, was ich schon völlig albern finde. Aber gut, im Bericht geht's weiter. Jetzt hat mal die O-Stimme übernommen und sie fand, der Herr Kratzel, der hat doch noch ein bisschen untertrieben. Kann man es nicht noch ein bisschen steigern? Ist die Software nicht eigentlich noch cooler, als sein Chef das eben gesagt hat? Denkbar ist vieles. Beschwerdemanagement, Depressionscheck von Krankenkassen. Die Software ist nicht nur genau und schnell, sondern vor allem auch billiger als das menschliche Gegenüber. Experten sehen diesen Trend als nicht mehr aufzuhalten. Also jetzt fallen schon beim Arbeitsplätze bewerben Arbeitsplätze weg. Ja. Na gut, Personalmanagement steht ja eh, also auch Personalverwaltung und so, das sind ja die ersten Bürojobs, die da weg automatisiert werden. Aber denkbar ist vieles, ja. Beschwerdemanagement. Das ist dann so dieser Fall, du bist in irgendeiner Warteschlange, was weiß ich, du beschwerst dich, weil bei, was weiß ich, irgendwo mal wieder ein Stuhl zu wenig geliefert wurde oder so. Und umso lauter du dich dem Computer gegenüber beschwerst, umso mehr sagt der Computer, oh, den müssen wir mal vorlassen in der Warteschlange, weil das ist ein sehr unzufriedener. Also ich sehe schon bestimmte Verhaltensweisen als Lüge sozusagen vor mir, ja, damit man die Computer da austrickst. Weil wie kompliziert kann das sein, so einen Computer auszutricksen? Also Beschwerdemanagement hat sie genannt. Okay, kann ich mir irgendwie vorstellen so. Da muss man nur die Lautstärke auswerten und schon weiß man, ob die Leute da gerade eine große oder eine kleine Beschwerde haben. Das andere, was sie sagte, Depressionscheck von Krankenkassen. Was meint sie bitte? Machen Krankenkassen jetzt schon Depressionschecks? Ist das nicht eine Angelegenheit des Arztes und die Krankenkasse muss dann dem Arzt vertrauen, wenn er sagt, das muss abgerechnet werden oder nicht? Na, vielleicht eine private Krankenversicherung in dem Bereich, wo du noch versuchst, diese zu bekommen, quasi. Dass wenn du mit denen telefonierst, hören die schon, dass du psychisch krank bist und deswegen nehmen sie dich nicht oder so. Und selbst wenn die Krankenkasse das könnte, dürfte sie das, ja, laut ZDF oder was soll hier suggeriert werden irgendwie. Also wirklich hanebüchen, ja. Krankenkassen machen jetzt Depressionschecks. Also da, Ich meine, kann man jetzt nicht, man könnte ja zum Beispiel einfach alle Psychotherapeuten auch wegautomatisieren, indem man die Leute einfach nur noch, was sie haben irgendwie, sie wollen sich umbringen, dann rufen sie doch mal diesen Robo an. Der sagt ihnen dann, ob sie wirklich gefährdet sind oder nicht. Nee, rufen sie den Robo an und er sagt ihnen, ob es sich lohnt, sich umzubringen. Genau, die inhaltliche Analyse kommt dann als nächstes noch. Ja. Lohnt sich's denn überhaupt? Wir machen mal eine Aufrechnung. Ja, ich bin ja ein subjektiver Mensch. Sie sollten mir nicht erzählen, warum sie sich umbringen sollen. Bei mir werden sie nur Gefühle ernten. Darum sollten sie jetzt meinem objektiven Roboter das erzählen. Der kann ihnen objektiv Handlungsanweisungen geben, ob sie ihr Leben jetzt nehmen sollen oder nicht. Also wir wissen jetzt bis hierhin, ne, vom Hersteller, diese Technik ist objektiv und nüchtern. Ist einfach ein super Vergleich. Und wir wissen von den Journalisten, in Anführungszeichen, die uns das erklären, dass es eine genaue, eine schnelle und eine billige Technologie ist. Das Buzzword Bingo geht jetzt noch ein bisschen weiter, weil wir hören noch einen IT-Rechtler.
Ich denke, dass diese Big Data-Anwendungen nicht mehr wegzudenken sind. In den letzten Jahren hat auch das Mandatsaufkommen in dem Bereich stark zugenommen. Immer mehr Unternehmen denken darüber nach, solche Werkzeuge einzusetzen. Ich glaube, es gibt da auch große Chancen, solange im Prinzip das Thema Datenschutz weiter großgeschrieben wird. Ja, das ist so ein O-Ton, den können Sie, egal welches Thema Sie aufgreifen, wenn es mit Computer zu tun hat, immer bringen, ja. Also ja. Big Data wird eine ganz große Sache, weil ein Robo anrufen und von dem eine Psychoanalyse machen, das ist jetzt alles Big Data, ist ja klar. Und das einzige Problem, was da herrscht, ist Datenschutz. Sonst hat das gar keine Probleme. Hm. Also es ist alles super. Und das ist nicht nur kein Journalismus, sondern Werbung, sondern es ist auch noch so Werbung für Voodoo, ja. Und wie groß der Voodoo sein kann, erklärt uns jetzt niemand besser als Marietta Slomka. Wir springen mal 2 Tage vor. Sie hat plötzlich alles vergessen, was sie uns eben erklärt hat über, wie toll so eine Stimme da ist, um da irgendwelche Analysen draus zu ziehen. Wir springen jetzt mal in ein ganz anderes Thema. Zschäpe äußert sich vor Gericht und wir hören mal, wie Marietta Slomka jetzt das einleitet. Eines muss man der mutmaßlichen Rechtsterroristin Beate Zschäpe lassen. Sie ist für eine Überraschung gut. 3,5 Jahre hat sie im Gerichtssaal eisern geschwiegen, um dann heute plötzlich doch ihre Stimme erklingen zu lassen. Zschäpe spricht, das alleine elektrisierte. Damit einhergeht allerdings auch die etwas kuriose Erkenntnis, dass anscheinend jeder der im Gerichtssaal anwesenden Pressevertreter eine andere Stimme hörte. Die einen beschreiben sie als auffällig hoch und dünn, die anderen als tief und weich. Die einen empfanden sie als piepsig und brüchig, die anderen als klar und fest. Immerhin waren sich alle Kollegen einig, einen leichten Thüringer Dialekt gehört zu haben. Ja, was ist denn hier los? Also genau, wenn das der Journalismus ist, ja, der mir nicht mal sagen kann, ob Beate Zschäpe hochpiepste oder sicher auf festem Grund argumentiert oder sonst irgendwas, ja, alle wegautomatisieren, einfach diese Robo-Software anschaffen und mir dann in Balken aufzeigen, ob Frau Zschäpe jetzt überzeugt hat oder nicht. Ja, ich meine, ich habe mir nur dieses eine Video von Spiegel Online angeguckt, wo die Spiegel-Gerichtsreporterin irgendwie einen 3-Minuten-Beitrag gemacht hat und die ersten 90 Sekunden einfach nur darum geht, also das war eine Performance-Kritik von ihr. Ja. Ja, und sie hat mir nicht persönlich Entschuldigung gesagt, ja, also das finde ich schlimm, ja. Und wie sie sich auch angezogen hat, ja, und dass sie sich nicht so entschuldigt hat, das finde ich scheiße. Naja, und jetzt erzähle ich noch, was sie gesagt hat. So, das kam. Ich habe mir zu dem Thema gar nichts angeguckt, weil ich habe nämlich überall nur die Überschriften gesehen, dass sie spricht. Ja. Und habe mal geguckt, den Hashtag getwittert und dann mal geguckt, ob in irgendeiner Überschrift irgendwas über den Inhalt, was sie gesagt hat, drin ist. War aber nicht der Fall. Also da war, warum soll ich dann noch auf die Artikel klicken, wenn quasi in der Überschrift der Inhalt schon... Ich würde auch sagen, diesen Journalismus einfach abschaffen. Es gibt da einen Ansprechpartner, Dirk Kratzel, Presire Technologies, der kann uns in Balken ausdrücken, wie sie gesagt hat und ob's und irgendwie. Ja, bisschen objektiver, ne? Genau, objektiv und nüchtern, ein super Vergleich, billig, schnell und genau. Ja, das haben wir ja beim ZDF gelernt. Gut, Dienstag letzte Woche. Wir blicken mal ganz kurz zurück auf die Debatte der Großen. Es gab ja jetzt inzwischen auch die Kleine. Also nochmal ein kleiner Rückblick auf die große Debatte, weil ich finde, Marietta Slomka hat hier mal eine ganz ehrliche Anmoderation zumindest gemacht. Der Rest war natürlich Quatsch wie immer, muss man uns nicht angucken, aber zumindest die Anmoderation ist doch ganz gut. Guten Abend. Vom früheren Bundeskanzler Helmut Schmidt stammt das Zitat: Politik ist ein Kampfsport und das macht mir auch Spaß. Politik als Sportereignis, genau das bekam Amerika präsentiert. Ja, wir kriegen das ja nie präsentiert, Politik als Sportereignis. Nee. In Amerika ist alles möglich, ja. Da gibt es plötzlich Politik in Form von Sportberichterstattung. Das hat sie auch sehr gefreut, glaube ich. Ne? Also zumindest an ihrem Gesichtsausdruck konnte man das sehr gut sehen. Ja, da konnte sie nicht ganz verstecken, wie attraktiv das eigentlich ist, ja. Ja. Könnte ja Vorbild da für Deutschland sein. Hat so einen Funken Begeisterung hat er die richtig durchgeschlagen. Das war nicht nur gespielt. Ne? So, nächstes Thema. Dresden. Wir hören ja bei Tilo gleich ganz, ganz ausführlich. Aber ich habe einen ganz kurzen Snippet mal reingenommen, weil ich den innerlich ganz interessant fand. Ne? Sowohl um was es hier geht und auch darum, wie das thematisiert wurde. Also es ging ja um die vor dem Tag der Deutschen Einheit stattgefundenen Angriffe auf die Moschee und so weiter und wie man den Tag der Deutschen Einheit, die Feier da abschützen möchte. Es geht nicht ganz um Mauern, aber wir sind wieder nah dran an so einer Stadt, wie soll man sagen, in Stein gehüllt.
Eigentlich rüstet sich Sachsen für das Einheitswochenende vor allem gegen Terroranschläge von außen, zum Beispiel mit sogenannten Nizza-Blockern. Sie sollen an der Elbpromenade Anschläge mit einem Lastwagen wie in Nizza verhindern. Ja, Panzersperren hat man das früher genannt. Ja. Ja. Nizza-Blocker heißen die hier. Ich weiß nicht genau. Wo der Blocker das ist gegen Leute aus Nizza. Ja, und das ist nämlich dieses andere. Angriffe von außen, ja. Waren bisher, also Terror kommt ja immer von außen, ist ja klar, aber jetzt gibt's auch sozusagen Angriffe von innen und da muss man sich ja ganz anders schützen, ja. Und was er meinte ist, der islamische Terror kommt von außen und der Nazi-Terror kommt von innen. Also da, ich meine, wir haben hier null Reflexion, ja, in solchen journalistischen Aufbereitungen, aber ich finde, irgendwelche Studenten könnten da mal aber so ein... Aber bist du der Meinung, dass ich in Dresden gegen Nazi-Terror geschützt wurde? Tja, nachdem, also wir hören es ja bestimmt auch gleich, was da zu hören war, habe ich jetzt von der Polizei nicht unbedingt gehört, dass sie da... ja, aber dann Nizza war ja kein rechter Terror, ne? Nee. Aber ein LKW kann ja jeder fahren, habe ich gehört, ne? Ah, okay. Braucht man nicht mal einen Führerschein, man muss nur wissen, wo es langsam und schnell geht. Und üben kann man es natürlich im Computerspiel, im Bösen. Naja, die Dinger heißen jetzt Nizza-Blocker und sind ganz neu und sehen auch wunderschön aus, finde ich, an dieser Elbe. Ein Thema, was ich mal aufgenommen habe, weil wir da auch Kommentare zu haben, Bürgerkriegsfrieden in Kolumbien. Hören wir mal kurz rein. Oh, habe ich auch was. Cartagena, heute Nacht. Etwas pathetisch öffnet sich ein Tor des Friedens und Todfeinde von einst werden sich gleich in die Arme fallen. Kolumbiens Präsident Santos und der Rebellenchef, den sie Timoschenko nennen, und Worte, die die Geschichte selten verzeichnet. Im Namen der FARC bitte ich alle Opfer dieses Konflikts ernsthaft um Vergebung. Ernsthaft? Für alle Schmerzen, die wir verursacht haben in diesem Krieg. Okay, soweit so gut. Sie haben sich alle ganz weiß angezogen und haben ein weißes Tor geöffnet und an einem weißen Rednerpult den Frieden verkündet. Bis da dachte ich ja irgendwie, das ist so ein Bürgerkrieg, der sich irgendwie ermüdet hat, ja. Weil die Bürgerkriegsparteien, die sind gar nicht mehr aus politischen Gründen, sondern nur noch, um irgendwie den Drogenhandel zu machen und so da durch den Dschungel gerannt. Jedenfalls wurde ja dann angekündigt, dass es eine Volksbefragung gibt. Wir hören mal kurz. Der Friedensschluss sieht eine Landreform vor, aber auch Amnestien. Am Sonntag soll das Volk entscheiden. Zustimmung scheint sicher. Ja, so, aber du verrätst jetzt nicht, wie es ausgegangen ist, weil dazu komme ich dann gleich. Ach so, okay, ja, dann kommen wir dazu. Dann schwingen wir gleich um, behalten das im Hinterkopf für nachher, weil ich habe da auch noch eine Frage zu. Die Commerzbank und die Deutsche Bank. Irgendwas ist mit Banken. Deswegen Natalia, erzähl doch mal, was ist denn da los? Wir unseren Hai hier. Ja, was ist eigentlich los? Machst du dir Sorgen? Müssen wir uns alle Sorgen machen? Nee, ich mache mir eh keine Sorgen um Banken. Ich kann ja auch in den Park gehen, da gibt's genug. Aha. Na, die Deutsche Bank, die wird gerade von Spekulanten angegriffen. Also Spekulanten werden von Spekulanten angegriffen. Ist also auch sowas wie ein innerbankiger Bürgerkrieg quasi. Eine der besten Spon-Überschriften aller Zeiten, ne? Deutsche Bank gibt Spekulanten die Schuld. Genau. Und die Commerzbank versucht mal wieder erfolgreich ihr Geschäftsmodell umzustellen und dort fallen einen Haufen Stellen der Digitalisierung, also einen Haufen Arbeitsstellen fallen der Digitalisierung zum Opfer. Das wünscht man sich zumindest. Ob es ja, gelingt, wissen wir natürlich noch nicht. Naja, das wird bezweifelt, dass das gelingt. Also, ich habe ja beim letzten Mal schon gesagt, der Journalismus zum Thema Banken ist absolut unbrauchbar, ja. Also, man kann so ein paar Rahmendaten, das hören wir gleich im Clip, die sind auch ganz interessant. Ich habe mir auch ein bisschen Sorgen gemacht, Deutsche Bank, was heißt das jetzt, wenn die pleite geht und so. Auf der anderen Seite denke ich mir irgendwie, also Banken, wir wissen gerade nicht so genau, wofür wir die eigentlich brauchen, ja, irgendwie. Also so große Geschäftsbanken, vor allem wenn sie wie die Deutsche Bank irgendwann mal eingetreten sind mit, ja, also das Kleinvieh wollen wir eh nicht mehr. Also einfach nur ein Lohnzahlungskonto von Otto Normalverbraucher betreiben oder so, das ist denen da zu blöde. Die wollen irgendwas anderes machen. Bei was, stellt sich die Frage, ja, was eigentlich? Irgendwie habe ich so den Eindruck jetzt gewonnen, England wird immer gesagt, die sind komplett deindustrialisiert, haben dafür aber einen tollen Finanzsektor, der jetzt durch den Brexit ein bisschen in Gefahr gerät. In Deutschland ist halt umgedreht, ja. Also Deutschland ist halt komplett industrialisiert, alles funktioniert irgendwie und die Banken funktionieren halt nicht, ja. Und
Wir haben aber so viele Banken, dass es jetzt nicht darauf ankommt, dass es auch eine deutsche Bank da, also mit in diesem Konzert von Kreditgebungen für irgendwelche Unternehmen. Und wenn, ist eh das Problem, dass, also es ist ja nicht so, dass gerade irgendwelche Unternehmen daran leiden, dass sie keinen Kredit von irgendeiner Bank kriegen, ja. Also das ist ja genau das Gegenteil. Deswegen mache ich mir da ganz wenig Sorgen. Wir können also hier mal ganz geruhsam reinhören, wie die Performance der Commerzbank seit der Finanzkrise beschrieben wird. Da geht es unter anderem um den Mitarbeiterabbau, aber auch um den Börsenwert dieses Unternehmens. Und der wird dann auch nochmal verglichen mit dem der Deutschen Bank. Und die Zahlen, die wir jetzt hören, finde ich doch ganz überraschend irgendwie. Waren es mitten in der Finanzkrise 2009 noch knapp 70.000, sind es heute nur noch rund 51.000 Mitarbeiter. Und bis 2020 sollen neuesten Berichten zufolge bis zu 9.000 weitere Stellen wegfallen, auf dann nur noch gut 42.000 Mitarbeiter. Die Bank will die Kosten bis dahin um bis zu 1 Milliarde Euro drücken, hat zuvor bereits die Immobilien- und Schiffsfinanzierung eingestellt, sowie das Investmentbanking deutlich verkleinert. Mit der Bank schrumpft auch ihr Aktienkurs seit dem Höchststand 2007, also vor der Finanzkrise, um sage und schreibe 97%. Nicht ganz so schlimm, aber ähnlich die Entwicklung bei der Deutschen Bank. Ja, also die Commerzbank hat 97% Börsenkurs minus seit 2007 gemacht. Die Deutsche Bank 86% minus. Irgendwie, also ist sehr naiv, weil Börsenwert ist, glaube ich, ein bisschen egal. Bei den Banken geht es ja um Bilanzsumme und so. Und wie groß die Verflechtung da ist. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, man nimmt halt die großen Banken so ein bisschen aus dem Spiel, in der Hoffnung, dass es gar nicht so viele merken. Und es auch nichts groß kaputt ging. Und ich meine, seit 2007 haben wir eine Finanzkrise. Deutschland ist irgendwie, hat es super durch diese Phase geschafft. Die Banken sind jetzt aus dem Spiel. Also finde ich irgendwie eine gar nicht so schlechte Situation. Dafür, dass Bankenwesen eben eher so ein Luftikusgeschäft ist. Ja. Wir werden im Outro nochmal die Szene letzte Woche haben aus der BBK, wo die Bundesregierung ganz offen und transparent über die Aktivitäten bei der Commerzbank berichtet und bewertet, weil Commerzbank? Weil sie da Anteilseigner ist. Ja, ich meine, die Bundesregierung, der Bund ist der größte Eigentümer der Commerzbank. Mhm. Und da denkt man sich natürlich, die werden da was zu sagen. Ja. Ja, also mittlerweile ist ja auch so, Staatshilfe, ja, nein, haben sich Merkel und Klein darüber mal unterhalten, ja, nein, keiner weiß es irgendwie. Selbst wenn, denke ich mir, also ob man jetzt, das fände ich dann so ein bisschen blöder, der Deutschen Bank einfach 300 Milliarden gibt, die erstmal nicht weiter auffallen, außer bei auf irgendwelchen Zetteln, die Herr Schäuble mit seinem Büroassistenten hin und her tauscht. Die Commerzbank ist irgendwie aus der Schiffsfinanzierung ausgetreten, ja. Deutschland hat als Eigner der Landesbanken im Norden irgendwie zuletzt 200 Schiffe da gekauft. Also das Geschäft eh schon übernommen. Man hätte auch die Bank retten können. Jetzt hat man irgendwie die Schiffe gekauft. Also irgendwie regelt sich das schon, ja, ohne dass es groß auffällt. Und das, was tatsächlich als Problem dann, nämlich was macht man mit der Überkapazität der Schiffe, wenn einem die Schiffe selbst gehören, ja, ein völlig neues Problem für den deutschen Staat irgendwie. Damit muss man dann halt irgendwie umgehen, aber das wird eh nie heute schon ein Thema, also es ist eh egal, ja, wie die Bankenrettung genau abläuft. Also ob man jetzt da Geschäftszweige komplett übernimmt oder ob man da irgendwie die Banken finanziert, damit die es noch schaffen, ohne auf die eigenen Marktkräfte, die da nicht mehr da sind, zu vertrauen. Naja, ich bin jedenfalls entspannt irgendwie. Am Donnerstag können wir dann nämlich in den lustigen Journalismus zum Thema einsteigen. Wollte das CDF mal wieder wissen, was ist denn da los bei der Commerzbank? Und hatten sie aber ein kleines Problem, wie sie hier erklären. Mitarbeiter wollten sich heute nicht vor der Kamera äußern. Auch die Bank erklärt sich erst morgen. Ja, keine Mitarbeiter gefunden, die darüber reden wollen. Ja, ist halt so, ne? Ja, was soll man sonst machen als Journalist, ja? Ich meine, noch nicht mal in die BBK sind sie gekommen, um irgendwas zu fragen. Ja. Also da sitzt du alleine, sonst ist immer noch Gernot Heller da von Reuters. Ja, der fragt immer auch mal zu Banken, Deutsche Bank, aber bei Commerzbank kein fucking Kollege hat da irgendwas gefragt. Ja. Ja, aber die Commerzbank hat doch eine Pressekonferenz selbst gegeben und hat erklärt mit dem Stellenabbau. Ja, aber Tyler, ich hatte von dir gelernt, dass der Bund, die Bundesregierung, größte Eigentümer ist. Ja, da werden die dir erzählen, dass es nur der größte Einzelaktionär. Wie viel denn? Aber nicht so viel, oder? 18% oder so? Okay. Ja. Schon viel. Schon eine Menge. Ja. Aber so indirekt, Tilo, weißt du? Über so einen Fonds, weißt du? Ja. Da haben die gar keinen Einfluss, weißt du? Nee.
Ich sag nur strategische Ausrichtung. Wo das Finanzministerium uns sagt, ja, das ist Teil der strategischen Ausrichtung des Unternehmens. Ich so, haben Sie damit was zu tun? Herr Junge, ich möchte dazu nichts sagen. Ich so, haben Sie was damit zu tun? Ich möchte dazu nichts sagen. Ich so, haben Sie mit der strategischen Ausrichtung als größter Eigentümer des Unternehmens etwas damit zu tun? Ich möchte dazu nichts sagen, Herr Junge. Ja, ich meine 18%, ne? Das ist jetzt so, das Land... Pi mal Daumen, es könnten auch 14, es könnten auch 19 sein, das werden unsere Hörer uns wieder ganz genau sagen. Also Niedersachsen ist ja so mit 20% oder so bei VW beteiligt, da wird ja auch durch das Gesetz noch immer gesagt, ja, da kommt ja auf jeden Fall was mitzureden. Wenn man sich jetzt in diese Debatten da so reinliest, also BlackRock zum Beispiel, ne, ist ja dieser riesige Finanzdienstleister mit irgendwie 5 Billionen Vermögensverwaltungs und so ein Kram. Und die sind ja quasi überall beteiligt, ne? Also der ganze DAX, der größte Anteilseigner, also immer BlackRock bei allen möglichen Unternehmen. Bei der Deutschen Bank zum Beispiel auch, ja, bei der Commerzbank jetzt nicht, weil es da der deutsche Staat ist. Aber da gibt es ja jetzt schon bei der Allianz auch, ja. Da gibt es diese riesige Debatte, ja, wenn BlackRock jetzt irgendwie mit 5% bei Bayer und mit 7% bei Monsanto drin ist, regelt nicht eigentlich BlackRock die Fusion der beiden Unternehmen? So, ja, also da diskutiert man bei 5 und 7%, so auf dem Niveau haben die nicht eigentlich die Unternehmen unter Kontrolle, ja, über die Anteilseigenschaft. Ja, so, und dass sich der deutsche Staat da rauszieht bei, ja, wir haben zwar im zweistelligen Prozentbereich da Anteile, aber ja, mit den Stellen-Dingen haben wir da nichts zu tun, die sollen einfach mal machen, wir kappen nur ein bisschen die Boni und so. Absurd, ja. Also ich BDK ist immer lustig. Ich warte eh noch drauf, dass Sigmar Gabriel fordert, dass die beiden Banken fusioniert werden, um die Arbeitsplätze zu sichern. Ja, aber dann heißt es wieder, wir mischen uns da gar nicht ein. Ja, es ist nur ein Hinweis gewesen, eine Empfehlung. So wie wenn der BlackRock-Chef so eine SMS schickt, weißt du, und mal kurz bekannt gibt, für welchen Preis Bayer Monsanto jetzt kaufen soll und so. Tyler, ist es eigentlich durch jetzt mit der Deutschen Bank und dem Deal mit den Amerikanern? Nee, da ist noch gar nichts durch. Man hat bis jetzt ja nur Gerüchte gehört. Also erst war halt diese extrem hohe Forderung im Raum, die Deutsche Bank dann ruiniert hätte, wenn sie ihn ruinieren würde. Naja, sie müssten eine Kapitalerhöhung für extrem ungünstigen, aber ruiniert nicht. Also die Deutsche Bank, so wie sie jetzt ist, würde es zumindest ruinieren. Ja. Und dann gab es halt das Gemunkel, ja, es waren auch keine Fakten, sondern es war nur aus dem Kreis der Verhandlungsführer wurde dann gehört, dass sie halt runtergegangen sind auf die 4 Milliarden da. Mhm. Und das könnte sich die Deutsche Bank dann theoretisch aus ihren Rücklagen leisten. Ja. Aber es waren wirklich nur Gerüchte. 4 Milliarden haben wir noch. Das waren einfach nur Gerüchte und man muss mal vergleichen, die amerikanischen Banken, denen immer gesagt wurde, die haben das alles schon abgeleistet und so, die haben ja tatsächlich in diesen Höhen, also 8 Milliarden, 10 Milliarden und so, da gezahlt. Die sind da nicht irgendwie mit, ja, wir dritteln das mal und so rausgekommen. Ja, die wurden aber auch vom amerikanischen Staat zwangsrekapitalisiert und der ist dann dort mit eingestiegen. Die sind da ganz aktiv reingegangen und haben sich nicht in irgendwelche Pressekonferenzen gesagt, nee, damit haben wir ja gar nichts zu tun und so. Ja, aber darum stehen ja die europäischen Banken so scheiße da im Vergleich zu den amerikanischen Banken, weil sie halt nicht rekapitalisiert wurden. Ja. Also quasi so mit einem hinkenden Bein quasi wieder in den Markt reingeschickt wurden. Ja. Bevor wir uns hier in Laienhaftigkeit verstricken, weil es bleibt ja dabei, also Bankenwesen kann man wirklich nur so ein bisschen ankratzen, da kann man nichts wirklich Kluges darüber sagen, vor allem nicht in so einem Podcast. Doch, Tyler schon. Tyler schon, hören wir mal weiter. Nee, es ist pure Polemik, was ich hier ablasse über Banken. Hören wir mal weiter. Also Mitarbeiter konnte man nicht sprechen. Was hat man stattdessen gemacht? Man ist zur Frankfurt School of Finance, die mittlerweile auch Finance and Management heißt. Nein, weil Finance reicht anscheinend nicht, man muss jetzt auch Management anbieten in irgendwelchen Studiengängen. Und man hat da einen Herrn Professor gefunden, der sich denke ich mir ganz kurz, wenn irgendwo Leute irgendwas studieren mit Management, das ist einfach nur auch so ein Magnet, glaube ich, für Studenten, weil einfach nur so, ja, also ich will auch irgendwann Manager werden. Ja, dann studiert natürlich Management, ne? Ja. Ja, wenn du familiär nicht darauf angewiesen bist, irgendwann mal Geld zu verdienen zu müssen, dann kannst du dir Management als Studiengang leisten, weil du dann später in der kleinen Lotterie mitspielen kannst, ob es den Job, den du dann machen könntest, noch gibt oder aber schon wegautomatisiert wurde. Und je nachdem, wie gut es läuft, kannst du ja selber nächster Professor für Management werden. Bietet sich ja dann auch immer an. Also ich werde Professor für Podcast Management. Wir hören mal den Herrn Professor, der hier eine ganz interessante Schuldzuweisung macht. Wir hören mal genau zu, wer eigentlich schuld ist an der ganzen Misere.
Die Commerzbank wird auch nicht die einzige Bank bleiben, die solche Schritte eben jetzt geht. Die Commerzbank muss natürlich, weil sie einen besonderen Anpassungsdruck hat, jetzt gemeinsam mit der Deutschen Bank mit solchen Schritten vorwärts gehen. Aber es ist in der Tat so, wir haben in der deutschen Bankenindustrie, und das übrigens nicht erst seit der Finanzkrise, sondern auch schon davor, einen deutlichen Überhang an angebotenen Finanzdienstleistungen im Verhältnis zur Nachfrage. We're all doomed. Ja, wenn doch nur die Nachfrage für die tollen Finanzdienstprodukte da wäre, ja. Ja. Wenn doch nur Oma Erna mal gesagt hätte, okay, scheiß auf das Sparbuch, ja. Ich gehe jetzt mal auf alles, ich will 3% Rendite und suche mir ein Finanzdienstleistungsmanagedes Produkt. Ja, ja. Wäre es alles also, nicht passiert, ja. Wir müssen mal so einen Aufruf machen, dass die Bevölkerung ihre Banken rettet, einfach mal in die Filiale gehen und nach einem Zinsswap fragen. Ja, ja. Sowas brauchen die. Ja, die Nachfrage nach Zinsswaps ist viel zu gering. Einfach mal fragen. Ihr immer mit euren Billo-Girokonten und das auch immer noch kostenfrei. Welche Indizes haben Sie denn im Angebot? Wo kann ich mich beteiligen und so? Wonach soll ich fragen? Kannst du dich hier mal Zinsswap. Zinsswap? Ja, sag Zinsswap, scheißegal. Okay. Das erklären die dir dann ja, dass sie ihre Dienstleistung dir dann den deinem Risikoempfinden passenden Zinsswap zu empfehlen. Ja. Aber gibt's da kein deutsches Wort für? Nein, weil dann bräuchtest du ja die Beratung nicht, wenn es ein deutsches Wort dafür geben würde. Das klingt auch so langweilig. Dann würdest du ja gleich verstehen, dass es nichts für einen deutschen Stadtkern ist. Ein Glück. Ja. Also fragt man nach Swaps, ja. So eine Beratung tut, glaube ich, immer mal gut, um zu wissen, was ist da. Da reicht es dann auch, kurz die Inhalte auszublenden und nur sozusagen auf den Sinn sagen, als wäre man selber so ein Precision Technologies irgendwas Roboter. Ja, einfach mal zuhören, wie so der Singsang ist. Einfach nur analysieren, wie selbstsicher der Berater dir das dann erklärt. Ja. Also wir springen mal einen Tag weiter. Freitag, glaube ich, oder Donnerstag, ist auch egal. Marietta Slomka greift jetzt, nachdem die Commerzbank ein großes Thema war, die Deutsche Bank auf. Und ich finde, sie macht eine gute Einschätzung dazu, was man noch machen kann, in der Hoffnung, etwas zu verstehen von dem, was da vor sich geht. Offiziell bestätigt ist das noch nicht, aber das Gerücht genügte, um den Aktienkurs wieder nach oben gehen zu lassen. Von außen betrachtet kann man über diesen Tagesverlauf nur staunen. Ja, dann stellen wir den Journalismus mal ein und staunen über die Tagesverläufe, die sich nach Gerüchten richten. So, sie hat in jeder Sendung die Börsenkurse, aber wie die Börse funktioniert, haben sie immer noch nicht verstanden. Nee, da staunen sie einfach nur drüber. Da gibt es jeden Tag einen monokausalen Zusammenhang. Öl, irgendwas mit Gold und Öl und dann geht der DAX hoch. Das heißt aber, der Fachmann staunt, der Laie wundert sich. Ne? Ja. So, jetzt kommt aber der nächste O-Ton, weil so ganz auf Journalismus verzichten wollen sie doch nicht. Sie glauben, sie könnten uns hier noch was bieten. Wir hören Professor Wolfgang Gerke. Wir kennen ihn, weil er, das können wir dann durch unseren performance-analytischen Roboblick sofort sehen, eine Schleife statt eine Krawatte trägt. Das sind die coolen. Wow, eine selbstgebundene wahrscheinlich. Also Herr Wolfgang Gerke, das ist der Präsident des Bayerischen Finanzzentrums. Ja? Also was könnte es cooler geben? Nur noch die Deutsche Bank ist cooler namentlich als das Bayerische Finanzzentrum. Er gibt jetzt mal ein Statement ab. Ich finde, es ist nicht ganz über Pegida-Niveau zum einen. Und zum anderen finde ich, es schwingt eine ganze Portion Anti-Amerikanismus mit. Liebes ZDF, was ist da bitte passiert? Die Deutsche Bank ist natürlich auch ein Konkurrent für amerikanische Banken. Nun muss man leider sagen, die Deutsche Bank hat auch in Amerika Geschäfte gemacht, die man nicht machen durfte, die einfach unseriös waren, haben amerikanische Banken auch gemacht. Die haben das Ganze aber wesentlich schneller abgewickelt. Ich habe im Moment manchmal den Eindruck, dass beim Verhandeln der Strafen auch Politik betrieben wird. Also ich wundere mich, warum sie den Gesundheitsreferendar der SPD zu dem Thema reden lassen. Das ist doch der Mann mit der Fliege, oder? Also, du meinst Herrn... Keine Ahnung, es ist der Mann mit der Fliege. Der hat auch häufig eine Fliege. Ja, also die amerikanischen Banken haben das schneller abgewickelt und er hat den Eindruck, da wird schon ein bisschen Politik gemacht jetzt, ja? Ja, das ist eine Verschwörung. Ja, da würde ich aber wirklich mal sagen, ja. Die amerikanischen Banken haben das auch bezahlt und die Regulierung ist dort strenger als hier, ja. Die finden dann zwar auch wieder ihre Schlupflöcher und so weiter, aber ich finde so bei der Automobilbranche, da kann man sowas sagen, irgendwie, da wird Politik gemacht, ja. Bei der Frage, lassen wir einfach mal Opel pleite gehen, damit es den Deutschen hier besser geht und so. Oder was ist da mit den VW-Strafzahlungen in Amerika? Aber bei den Banken würde ich das nun gerade nicht sagen. Aber gut, er ist der Professor, er kennt sich aus, er greift im ZDF hier.
Erst wird jahrelang gefordert, dass das Spekulantentum eingestellt werden soll, dass die Banken gesunde Geschäftsmodelle aufbauen sollen, ja. Und wenn sie dann mal für ihre ungesunden Geschäftsmodelle an die dann ist es politisch, das geht gar nicht. Ja, da bist du auf einem ganz falschen Track. Wir hören ja noch zwei Clips von noch einem Professor, wer sonst sollte das erklären? Clemens Füst. Clemens Füst ist jetzt Präsident des IFO-Instituts und weil sein Vorgänger einen tollen Bart hatte, hat er die Autorität, uns hier irgendwas zu erklären. Kennen wir aus der BBK. Genau. Ach ja, war er auch schon. Ach ja, er macht ja immer. Genau. Was stellt er da mal vor in der BBK? Nö, da hat er letztens mal über die ökonomischen Folgen eines möglichen Brexits gesprochen. Okay. Ja, also er ist ja Institutsleiter, kennt sich also aus. Er hat jetzt trotzdem. Beim Institut. Ich schneide das mal ganz aus dem Kontext heraus hier. Er hat eine Gegenfrage mitten in diesem Gespräch an Marita Slomka, die finde ich ganz gut. Was ist eigentlich das Geschäftsmodell der Deutschen Bank? Ja, weiß er nämlich auch nicht. Muss er mal Marietta fragen oder das als rhetorisch verpacken. Vom ZDF das Geschäftsmodell? Das natürlich auch. Das ist ja noch fragwürdig, aber ja gut. Dazu haben wir oft genug was gesagt. Letzter Clip dazu, Nachklapp von Clemens Füst. Tyler meint ja gerade schon, jetzt funktioniert mal irgendwie so eine Bankenregulierung, die auch mal den Banken wehtut. Oh wei, oh wei. Wie ist eigentlich der Hinweis, den Clemens Füst dazu macht? Klingt eher so. Weniger komplizierte Regulierungen durchführen, das wäre deutlich effektiver und die aktuellen Krisen, die wir in Deutschland haben, aber beispielsweise auch in Italien, die hätten wir dann nicht. Ja, das ist ja ein bisschen zu kompliziert. Also seine Kunden nicht betrügen, ist ein bisschen zu komplizierte Regel. Ja, die Regulierung ist zu komplex. Ach du Scheiße. Dann hätten wir die ganzen Probleme nicht, wenn die Regulierung nicht so komplex wäre, weißt du? Ja, wir brauchen noch mehr Deregulierung. Das ist einfach unglaublich, ja. So, jetzt kommt das allergrößte Thema. Das allergrößte Thema der letzten zwei Jahre. Auch das ZDF findet das eigentlich, dass es das größte Thema aller Zeiten ist. Kein Thema ist bisher größer geworden. Ne? Neue Parteien wurden gegründet. Neue Parteien zogen in Parlamente ein deswegen. Um das Thema ein bisschen gerade zu biegen, ja, jetzt werden mal Fakten genannt, hat man sich hier entschieden, oh, eine Kurzmeldung müsste doch irgendwie reichen, oder? Zu den Flüchtlingszahlen gab es heute auch neue Erkenntnisse von Seiten der Bundesregierung. Damit beginnen die Nachrichten von Heinz Wolf. Die Zahl der Asylsuchenden in Deutschland lag im vergangenen Jahr doch unter 1 Million. Bundesinnenminister de Maizière gab heute bekannt, dass es rund 890.000 waren. Er hatte bereits früher darauf hingewiesen, dass die bisher genannten Zahlen zu hoch gegriffen waren, wegen Ungenauigkeiten im Ersterfassungssystem. In diesem Jahr kamen laut de Maizière bislang rund 210.000 Schutzsuchende ins Land. Ja, das ist aber nicht neu. Das hat Dimroth in der BPK schon letztes Jahr immer gesagt, dass es nur um diese easy Ersterfassungszahlen geht und dass man da noch eine ganze Menge rausrechnen muss. Wir können es ja mal rekapitulieren, wie das so schön heißt. Obergrenze. So, haben wir jetzt als Thema seit einem Jahr. Wie oft wurden die Nachrichten schon damit eröffnet? Obergrenze, irgendwas, CSU sagt irgendwas. So, dann haben wir ja von den Landesfürsten zum Beispiel Herrn Hasselhoff gehört, 400.000. Das wäre eine gute Obergrenze. CSU sagte, 200.000 ist eine gute Übergrenze. Genau. So, jetzt haben wir letztes Jahr 890.000. Das liegt natürlich weit über dieser imaginären Obergrenze von 200.000. In diesem Jahr kamen bisher 210.000, mehr als die Hälfte davon im Januar, Februar. Wir sind jetzt bei einem Niveau von 14.000. Wenn wir dieses 14.000er Niveau als Pace mal nehmen, wovon wir ganz gut ausgehen könnten und das hochrechnen auf ein Jahr, liegen wir derzeit bei weit unter 200.000 faktischer irregulärer Migration, wie man so schön sagt. Also wir liegen weit unter den Obergrenzen, die selbst die CDU und die CSU bisher genannt hat. Eigentlich, das habe ich auch schon mal in so einem Tweet gepackt, müssen wir jetzt da sagen, die CSU hat einen neuen Flüchtlingsmagneten angeschaltet, weil sie gesagt hat, wir verkraften mehr Zuwanderung, also Flüchtlingszuwanderung, als bis gerade kommt. Ja, aber die Flüchtlinge haben keinen Bock, Seehofer zu rufen. Ja, aber das muss man sich echt mal vorstellen, ja. Wenn Seehofer jetzt sagt, 200.000, mehr können wir nicht leisten, kann das als Einladung verstanden werden, weil wir dieses Niveau von 200.000 gar nicht erreichen. Seehofer hat das Gleiche gemacht, wie Merkel gemacht hat. Nur bei Merkel waren es halt 800.000, im Sinne von, es könnten dies Jahr 800.000 werden. Und dann haben alle gedacht irgendwie, ja, dann so viel könnt ihr aufnehmen, cool, dann fahren wir mal hin. Jetzt hat Seehofer gesagt, 200.000. Und man kann die Botschaft in den arabischen Raum senden, ja, da ist noch so eine Lücke von 60.000, macht euch mal auf den Weg.
Also, Herr Seehofer. Kann ich ja heute mal fragen in der BBK. Ja, das wird der beste Wahlkampf aller Zeiten, ja. Wenn Merkel in Essen da beim CDU-Parteitag irgendwie ein bisschen darauf, also sie kann's, habe ich mir nochmal überlegt, sie kann nicht wirklich sagen jetzt, wir haben es geschafft und 200.000 unsere Obergrenze, weil in Italien kommen ja die Flüchtlinge trotzdem an, ne? Die kommen dann nur nicht nach Deutschland, also für Deutschland. Aber man könnte so in Deutschland, ohne jetzt das zu groß auf europäischem Niveau zu spielen, könnte man so sagen, wir haben es geschafft, ja. So, es ist wieder das übliche Spiel, von dem Merkel schon sagte, das war ein großer Fehler, das jahrelang einfach so laufen zu lassen, nämlich alles auf Italien abzulasten und so weiter. Aber wir sind jetzt unter den Obergrenzen, faktisch, die wir noch nicht mal eingeführt haben und die CSU so vehement da will, naja. Andere Frage zum gleichen Thema, wie ist denn die Lage in Syrien so? Der Typ, der bei der Vereinten Nationen da Auskunft geben kann, gibt sie mal kurz. Der UN-Nothilfekoordinator O'Brien hat dem Sicherheitsrat in New York die Lage in Aleppo geschildert. Er sprach von einer humanitären Katastrophe, wie es sie in Syrien noch nicht gegeben habe. Ja, da müssen sich alle AfD-Fans jetzt richtig freuen. Obwohl es so schlecht ist in Syrien, wie es noch nie war, haben wir trotzdem keine Flüchtlinge. Ist das nicht ein Zauberstück von Merkel? Ja? Also wirklich grandios. Naja, im Sudan gibt es auch Flüchtlingsbewegungen. Uligak, der ansonsten mal durch Syrien rennt, war jetzt mal im Sudan unterwegs und hat da eine kleine, ich will mal sagen, Drohung eines Flüchtlingslagerbetreibers aufgeschnappt. Ich frage mich, warum beim ZDF sonst keiner in der Lage ist, nach Syrien zu reisen. Vielleicht haben die nur einen Journalisten, ja, der in der Lage ist, mal Journalismus zu machen in der Angelegenheit. Also Uligak im Sudan. Ja, es gibt halt einen Nahost-Korrespondenten, ja. Ja, ich finde, für 8 Milliarden oder 2 Milliarden können es auch 2 geben. Fände ich jetzt nicht übertrieben. Also ja, aber du weißt doch, T-Wissen hat ein Nachrichten... Ja, das sind ja nur 86 Millionen. Budget. Ja. Das geht natürlich nicht. Ja. Man kann zwar mit 45 Millionen 40 tolle... komm, wir machen ein Interview jetzt auf dem Klo, weil es irgendwie neu ist und so. Ja, du kannst aber auch für 120 Millionen die Champions League kaufen. Stimmt, stimmt. Pro Spiel einfach mal 30, also pro Spielminute einfach mal 30.000 Euro. Naja, für einen Journalisten im Sudan hat es bisher nicht gereicht. Jetzt ist Uligak mal rübergefahren. Und hat hier mit jemandem gesprochen, der einen ganz tollen O-Ton abliefert, wie ich finde. Bora Ibrahim kennt die Lage der Flüchtlinge wie kaum ein anderer. Der Migrationsdruck, sagt er, lasse sich nur bremsen, wenn man die Fluchtursachen in den Herkunftsländern bekämpft. Armut und Gewalt vor allem und indem man Hoffnung schafft in den Flüchtlingslagern im Sudan. They prefer to go there. Die Leute wollen nach Deutschland. Wenn man dies vermeiden will, dann muss man uns auch unterstützen. Ja, wenn ihr Fluchtursachen bekämpfen wollt, dann müsstet ihr mal Fluchtursachen bekämpfen. Ich dachte, es reicht, die bösen Schlepper zu bekämpfen. Mhm. Naja, ich habe jetzt noch mal einen kleinen Clip zum Takt der deutschen Einheit, der bei Thilo nicht vorkommt, bin ich mir ganz sicher, weil der Ministerpräsident hat 2 Tage vorher stand er irgendwie auf der Bühne. Ich fand es trotzdem so absurd. Wir hören mal kurz rein und überlegen uns dann, wie geht diese Form von Journalismus eigentlich weiter? Auch als Sachsens Ministerpräsident das Einheitsfest eröffnet, ruft eine einzelne Stimme Volksverräter. Man hört eine einzelne Stimme, die Volksverräter ruft. Jetzt dürft ihr mal raten, ihr habt beide einen Tipp. Wen hören wir als nächstes im O-Ton? Ja, also aus Relevanzgründen kann ja nicht die eine Stimme dann gehört werden, oder? Also da sind ungefähr 1000 Leute auf dem Platz, ja. Eine ruft Volksverräter. Tyler, gib mal deinen Tipp an. Wen hören wir jetzt im O-Ton? Claudia Roth. Okay, wir hören mal weiter. Also wir hören natürlich die Pegida-Oma. Wen sonst? Danke CDF, super Journalismus. Das ist schön geworden alles und so, das streite ich. Aber es hat der Einzelne davon. Zum Beispiel, wenn die sagen, so und so viele Rentner nennen sich Slam. Das bedeutet davon, die sind vereinsamt. Aber um am Leben teilzunehmen, brauche ich Geld. Ich kann mir keine Karte für Dezember überleisten. Zu DDR-Zeiten hatte ich ein Anrecht, da konnte ich überall hingehen. Der Gauck redet dauernd von Freiheit. Welche Freiheit, wovon soll ich die bezahlen? Ja, wovon soll ich eigentlich die Freiheit bezahlen? Also. Das war aber mal ein guter Kommentar. Findest du? Also ja. Ich finde, man kann in Dresden gut am Leben teilnehmen. Und ich finde nicht, dass es gerade ein großes Thema ist, dass in Deutschland sehr viele Rentner das Leben nehmen, weil sie nicht am Leben teilnehmen können. Ja, finde ich. Ja, aber natürlich war da ein bisschen was reingemischt, aber ich hatte jetzt ja erst erwartet, dass sie nach Volksverräter irgendwas mit scheiß Ausländer erzählt oder so, aber sie quasi spricht ihre soziale Unzufriedenheit an. Das ja. Also ich finde das auch, das sind legitime Beschwerden. Klar, wenn man neben der Semperoper wohnt, kann man sich die Frage stellen, warum war ich da eigentlich noch nie drin? Ist es zu teuer? Ich weiß es nicht, aber ich kann mir vorstellen, es gibt für jeden mal die Gelegenheit, auch für kleineren
Preis da reinzugehen. Semperoper ist nun mal ein großes Ding, ja. Das kostet ein bisschen was. Und man muss auch sagen, sehr viele Rentner leben gerade nicht neben der Semperoper und haben diese komische Erwartung, dass sie da immer mal reingehen könnten. Ja, also Semperoper. Die können also noch weniger hin, weil sie erst noch ein Zugticket bräuchten. Ja, genau, so ungefähr, ja. Also ich fand es ein bisschen schwierig, aber gut. Apropos Gauk, der ja gerade aufgeworfen wurde, die SPD hat einen neuen Vorschlag. Jetzt gibt es erstmal andere Nachrichten mit Kaiser Richter. Und da schauen wir jetzt schon auf die Bundespräsidentenwahl im Februar. Horse Race! Da verbringen sich die Parteien weiter. Schauen jetzt schon. Ganz kurz, du musst Horse Race abspielen. Also, warte. Es ist schön, dass es aber auch selber thematisiert, dass wir schauen jetzt schon. Das ist wie, wir haben schon mal das erste Türchen vom Adventskalender auf. Ja. Ja, genau. Also, ich habe natürlich nur den alten Clip noch. Ich muss das Mann, warum denn? Wollen wir den alten hören? Nee. Natürlich, irgendein. Okay. Los hier. Warte. Also Horse Race, in dem Falle geht es nicht um die Frage, wer liegt vorn, sondern wer steht überhaupt mit am Start? Stellung. Ach so. So hat SPD-Generalsekretärin Barley Außenminister Steinmeier als Kandidaten vorgeschlagen. Nur Kanzlerin Merkel wolle noch nicht so recht, sagte sie der Neuen Osnabrücker Zeitung. Vielleicht damit rückt die SPD von der Suche nach einem überparteilichen Kandidaten wieder ab. Ja. Vielleicht tritt Merkel ja kurz vorher zurück. Steini. Und wird Bundespräsidentin. so wie in Russland oder nochmal so. Nochmal Ruheposten. Ist, ja. Genau. Also ich finde es gut, dass die SPD immer wieder den schlimmstmöglichen Kandidaten ins Spiel bringt. Ja, ich habe mir auch überlegt, wie kommen sie auf Steini? Und die Antwort ist natürlich, naja, Steini als Präsi, weil mit 22% wird man nicht Kanzler, ja. Aber vielleicht Bundespräsident. Da entscheidet ja noch nicht das Volk, auf das wir gerade nicht mehr so viel Rücksicht nehmen. Der Mann. Das ist, weil der Bundespräsident auch mal so einen coolen Instagram-Account wie der Außenminister braucht. Ich freue mich schon, wenn der nächste Bundespräsident derjenige ist, der einen deutschen Bürger in Guantanamo 4 Jahre lang ganz genau gelassen hat, ihn foltern lassen. Ja, solche Bundespräsidenten haben wir doch immer gerne. Hauptsache, sie halten schöne Reden. Naja. Jetzt gibt es wieder ein paar Hörer. Ja, aber Konatz war doch offiziell Türke. Nein, der ist in Deutschland geboren. Ja. Ist Bremer. Und ich finde sowieso, wenn man Menschen weiß, dass sie unschuldig in Foltergefängnissen sitzen, na, dann ist es gar keine Frage, wo die herkommen irgendwie. Hilft man denen natürlich. Es ja, sei aber woher wusstest du denn, dass er unschuldig ist? Naja, ja. Die Unschuld hat man ja schon erwiesen. Es war nur die Frage, würdet ihr bereit sein, ihn aufzunehmen? Wir wissen nämlich nicht, wohin mit ihm. Das haben sie nach ein paar Wochen schon gewusst, dass er unschuldig ist. Ja. Und ich meine, das ist das allgemeine Schicksal der Guantanamo-Häftlinge. Die wurden ja für Kopfgelder irgendwie den Amerikanern verkauft. Und dann wollte keiner zurückhaben, ja. Die Bundesregierung, beliebt für ihre Außenpolitik damals, auch beliebt für ihre Außenpolitik bestimmt jetzt. Sie schafft Arbeitsplätze. Ich weiß, das war in der BBK ein bisschen Thema. Wir hören mal kurz, wie es hier klingt. Die meisten Flüchtlinge aus Syrien und dem Irak kommen nicht nach Europa, sondern sie bleiben in der Region. Und damit sie eine Bleibeperspektive haben, hat die Bundesregierung dort Zehntausende Arbeitsplätze geschaffen. Ja, die werden jetzt für Millionen Menschen. ABM, ne? Kennt man es noch? Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Wir stellen 800 Euro in Aussicht und dafür tragt ihr die Steine morgens von A nach B und am nächsten Tag wieder von B nach A. Und das nennen wir dann Arbeit. Wir nennen es Arbeit. Naja, kleines Europa-Update, 3 Clips. Zum einen direkte Demokratie bei Orbán da nicht ganz so glücklich. Orbán hat ja dieses, soll Ungarn 1000 Flüchtlinge aufnehmen, ja oder nein? Die Abstimmung hat er ja verloren. Nicht, weil die Leute nicht bereit waren, sozusagen seinen Kurs zu folgen. Kommen wir gleich ausführlich dazu. Okay, was sie getan haben, sondern weil sie einfach nicht bereit waren, überhaupt über diese dumme Frage abzustimmen. Orbán macht hier ein super Statement zu der Sache. Natürlich ist ein gültiges Referendum besser als ein ungültiges, aber die Konsequenzen treten so oder so ein. Ja, ein gültiges Referendum wäre natürlich cooler, ne? Und sein Regierungssprecher stellt dann fest, naja, also eine Niederlage ist es ja nicht unbedingt, nur weil wir irgendwelche Kennziffern nicht erreichen. Ende März hat Theresa May heute angekündigt, wird sie den Knopf drücken und den Austrittsprozess einleiten. Irgendwas wird dann wohl passieren. Nur was? Darauf brennen Land, Wirtschaft und die EU nun schon seit 3 Monaten. Das war der falsche Clip. Eigentlich wollte ich nochmal, wie der ungarische Regierungssprecher sagt, warum soll das eine Niederlage sein? Naja, das war gerade das Update zu, es gibt jetzt wahrscheinlich doch einen Brexit, wird hier zumindest gesagt. Es geht natürlich. Das Lustige noch zu der Abstimmung ist, dass die Abstimmung ja mehrere Millionen Euro gekostet hat. Ne? Ja, 40 Millionen Euro oder so.
Genau. Das hätte gereicht für die 1000 Flüchtlinge. Ja, genau. Ja. Und ich wollte noch sagen zu England. Also das gehört alles, was wir jetzt zu England hören, gehört zum Spiel. Ja, der Brexit wird nicht mit der Öffentlichkeit verhandelt, sondern wird in kleinen Brüsseler Büros verhandelt. Und umso härter Frau Brexit, Theresa May jetzt sagt, wir treten auf jeden Fall raus und eure Freizügigkeit könnt ihr behalten und so, umso mehr wird das die Debatten in den verschlossenen Räumen, über die wir niemals irgendwas erfahren werden, beeinflussen. Aber Öffentlichkeit, ja, nur noch Spiel. Ja, man hört immer nur diesen einen Kommissar oder diesen Beauftragten der EU, der für diese Verhandlungen zuständig ist, und der hat einfach immer genau die Gegenposition von May. Ja, die spielen gerade richtig schön das Spiel durch. Genau. Aber ja. That's how you play the game. Mhm. Apropos Volksabstimmung in Ungarn, passt super, weil wir kommen zu den Tagesthemen vom 2. Oktober. Und das ist die letzte Tagesthemensendung von Thomas Roth. Oh mein Gott. Wir müssen jetzt ganz stark sein. Das sind jetzt wirklich die letzten Minuten mit unserem geliebten, mit dem geschätzten Thomas Roth. Und die Sendung beginnt damit, dass Thomas Roth eine persönliche Einschätzung zu Volksabstimmungen abgibt. Es geht ja um die Volksabstimmung in Ungarn. Eine Volksabstimmung kann eine wirklich scharfe Waffe sein. Besonders, wenn sie mit Polemik oder gar mit der Unwahrheit gewonnen wird. Dann kann sie ein Land in richtig große Probleme versetzen. Siehe Brexit. Mhm. Also nicht ganz gut so, ne, mit dieser direkten Demokratie. Genau. Volksabstimmungen sind eine scharfe Waffe. Ja, dafür wurde sie erfunden. Ja, genau, Thomas Roth. So, und jetzt, wir haben ja schon gelernt, in Ungarn ist die Volksabstimmung ungültig gewesen. Ungültig, obwohl 98,3% der abgegebenen Stimmen für Nein gestimmt haben und damit gegen die EU-Verteilung und damit pro Orban. Hm. Aber ungültig, weil nur 39,9% der Wahlberechtigten abgestimmt haben. Ein Mindestmaß wäre 50% gewesen. So, jetzt gibt es nochmal eine Moderation von Thomas Roth und wir hören mal rein, ob er uns diese Zahlen dann auch nennt. Ja, das sind die relevanten Zahlen. 39,9% Wahlbeteiligung und 98,3% mit das Wahlergebnis. In Ungarn und seiner Hauptstadt Budapest erlebt der Regierungschef Orbán heute die andere Gefahr einer Volksabstimmung. Sie kann scheitern und das ist sie dort heute auch. Die Ungarn sollten darüber abstimmen, ob die EU ihnen Flüchtlinge zuteilen kann, ja oder nein. Und trotz einer massiven Regierungskampagne gingen aber nur knapp 40% aller Wahlberechtigten zur Urne. Und damit das Referendum überhaupt gültig ist, hätten es aber mindestens 50% sein müssen. Nun, kein Grund für Orbán, von einer Niederlage für seine Politik zu sprechen. Erstaunlich. Erstaunlich. Ja. So. Okay, dann denkst du, na gut, dann werden sie aber das Ergebnis, also diese 98,3%, die ja eine relevante Zahl sind, die werden sie einen Beitrag nennen, ne? Und dann gucken wir mal jetzt mal in den Beitrag über das ungarische Referendum und warten auf das Ergebnis. Der Verlierer verkauft sich als Gewinner. Trotz der Niederlage bei dem von ihm initiierten Referendum gegen die EU-Flüchtlingsquote gab sich Orbán am Abend kämpferisch. Brüssel oder Budapest war die Frage, wer entscheidet über die Aufnahme von Flüchtlingen in unserem Land? Wir haben beschlossen, dass diese Entscheidung ausschließlich in den Händen von Budapest liegt. Da die Mehrzahl der Wähler mit Nein gestimmt habe, wollen Orbán und seine Fidesz-Partei nun ein Verbot der Flüchtlingsquote in der ungarischen Verfassung verankern. Viele Ungarn zeigten sich am Abend wenig beeindruckt vom Ausgang des Referendums. Das ist Ergebnis des Misstrauens gegenüber der Regierung. Ich war nicht bei der Abstimmung. Ich denke, dass die Leute nicht hingehen, weil sie glauben, dass nicht alles mit rechten Dingen zugeht bei der Auszählung. Ich habe mit meiner ganzen Familie teilgenommen. Ich bin erschüttert. Ich verstehe nicht, warum die Menschen das Schicksal unseres Landes nicht interessiert. In den vergangenen Monaten hatte die ungarische Regierung mit einer Medienkampagne gezielt Ängste vor Zuwanderung geschürt. Alle Haushalte bekamen eine Broschüre geschickt, die den Zusammenhang von Flüchtlingszahlen und Terrorismus belegen sollte. Die gesellschaftspolitischen Folgen jedenfalls werden nachwirken, sagen Menschenrechtsorganisationen. This hatred and this hateful
Die Wirkung dieser hasserfüllten Kampagne wird bleiben und die Zivilgesellschaft hat nun die Last und die Aufgabe, die Folgen aufzufangen. Langfristig spiele das der rechtskonservativen Regierung in die Hände. Viktor Orban sieht sich selbst als Vorkämpfer, denn die Zeichen stehen europaweit auf Abschottung. So, ja, aber es hat auch eine Erklärung gefehlt, weil ich dachte, also ich bin jedenfalls davon ausgegangen, weil ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe oder so, aber dass die bewusst gesagt haben, wenn ihr gegen Orban stimmen wollt, dann geht nicht hin, damit die 50% nicht erreicht werden. Auch das haben sie nicht gesagt. Ja, aber das war doch eine klare Strategie und die ist ja auch aufgegangen soweit. Ja, aber trotzdem, also das haben sie nicht genannt und sie haben das Ergebnis nicht genannt. Ja. Das Einzige, was sie jetzt... Naja, Thilo, das Hauptergebnis ist, dass sie ungültig ist, ne? Also daher... Ja, aber es ist ja trotzdem noch eine bedeutende Stimmungs... also eine Umfrage, ja. Es ist ja nicht so, dass jetzt irgendwie 70-30 ist ausgegangen, es ist sondern die Zahl ist beeindruckend. 98,3% der 40% der Wahlberechtigten. Das ist Wahnsinn. Und das Einzige, was wir jetzt gehört haben, war, es habe eine Mehrheit der Stimmen gegeben. Also noch nicht mal Fakten wurden genannt, sondern einfach nur so, ja, das Ergebnis soll so sein, ja. So denkst du, okay, jetzt haben wir von Thomas Roth das Ergebnis nicht gehört, du hast es im Beitrag nicht gehört, wird uns das denn der Korrespondent in der Korrespondentenschalte sagen? Hören wir mal rein. So, unser Korrespondent Thiel Rüger steht in Budapest. Thiel, was bedeutet dieses gescheiterte Referendum jetzt für den Kurs von Premier Orban? Also Viktor Orban zeigte sich heute Abend relativ unbeeindruckt von dem Ausgang des Referendums. Immerhin, so sagt er, hätten 95% in seinem Sinne abgestimmt. Es ist so, er definiert sich ja selbst als Retter des Abendlandes mit seinem Zaun als Bollwerk gegen die Flüchtlinge und jetzt mit dem Referendum. Er wird sicherlich etwas geschwächt nach Brüssel gehen in der kommenden Woche. Aber die Visegrad-Staaten, also Polen, Slowakei, Tschechien, stehen ja nach wie vor zu ihm. Sie wollen alle, dass diese Flüchtlingsquote auf keinen Fall umgesetzt wird. Insofern wird Viktor Orban sicherlich bei seiner harten Haltung in der Flüchtlingsfrage bleiben. Ja, vielen Dank, Thiel Rüger, für diese Information nach Budapest. Ja, so rund 95%, naja. Ja, er hat das in ein Orban-Zitat gebracht, ja. Dass Orban, also er zitiert ja. Orban und sagt, ja, es sollen 95% abgestimmt haben. Ja, es ist halt immer die Hoffnung des Journalisten oder des Journalismus allgemein, haben wir bei Brexit erlebt, bei Ted Cruz und so. Hoffentlich passiert nicht, dass wir das erklären müssen und dann, wir können aufatmen, wir müssen es nicht erklären. Ja? Genau. Das Referendum wurde nicht erreicht, Ted Cruz war nicht Präsidentschaftskandidat, Brexit dann, ja, das kann jetzt wirklich niemand erklären, wir sind alle völlig durch den Wind. Ja. Aber ich meine, das darum habe ich das reingebracht. Man muss das betonen, dass die Tagesthemen uns nicht über das Ergebnis aufgeklärt haben, sondern einfach immer nur indirekter Rede uns gesagt haben, ja, das soll das Ergebnis sein. Der Orban sagt, das vielleicht sind 95%. Ja. Vielleicht bezweifeln sie ja auch, dass das überhaupt mit rechten Dingen zugegangen ist. Und ja, das ist deshalb, nämlich... Und sagen dann nur, Orban behauptet, dass 95%. Ja, das ist nicht der Punkt. Diese 98%, die kennen wir ja nur aus Diktatoren lassen sich wählen. Und dann wissen wir immer, mit welchem Zungenschlag das berichtet wird. Ja. Aber dass sie irgendwie... In dem Beitrag vorher war ja auch in dem O-Ton die Kritik drinne, dass viele nicht hingegangen sind, weil sie der Meinung waren, dass mit den abgegebenen Stimmen Blödsinn gemacht wird. Das musste man ganz wichtig aufnehmen als O-Ton von der Straße. Dass ja, aber diese Kritik hätte man dann, da gebe ich Thilo recht, dann hätte man die halt formulieren müssen. Ne? Ja. Das so. Kann ich jetzt einfach nur, weil ich es gut meine, quasi da rein raushören. Mhm. Aber für Thilo hätte es drin sein müssen. Nach der Schalte nach Budapest wurde dann auch mal nach Brüssel geschaltet, weil es muss natürlich auch der EU-Korrespondent seine Meinung abgeben, beziehungsweise seine Einschätzung. Wie hat dieses Ergebnis, das wir ihn nicht nennen, sondern wir wissen nur, dass es ungültig ist, Auswirkungen auf die Politik in Brüssel? Und wir hören mal nicht, was der Corry sagt, sondern wie Thomas Roth sich in seiner Frage verhaspelt und wahrscheinlich selber dran denkt, so, scheiße, ja. Wird das gescheiterte Referendum, das ist es ja eigentlich, wird das Auswirkungen auf die europäische Flüchtlingspolitik haben? Wie schätzen Sie das ein? Ja, das ist gescheitert. Also es ist eigentlich gescheitert, ja. Aber, ja.
Aber vielleicht hat er mit seinem gescheiterten Volksabstimmung mehr Einfluss auf europäische Politik als die Griechen mit erfolgreichen Abstimmungen. Ja, das ist gut möglich. Ja. Ja, es gibt, wir werden feststellen, es gibt gute Wahlbeteiligungen und schlechte Wahlbeteiligungen bei Volksabstimmungen. Das werden wir jetzt heute noch lernen. Aber der EU-Korrespondent, dessen Name ich jetzt leider nicht weiß, hat ein gutes Fazit abgegeben, das wir uns jetzt mal zum Schluss anhören. Ist damit jetzt alles gut für Europa? Die Antwort definitiv nein, denn es ist eben nicht nur Ungarn, das keine Umverteilung der Flüchtlinge will. Es ist auch Tschechien, Polen, es ist auch Frankreich, es ist auch Österreich. So gesehen viel Lärm um nicht, ein vielleicht etwas geschwächter Viktor Orban und eine EU, die der Lösung der Flüchtlingsproblematik heute Abend noch keinen Millimeter näher gekommen ist. Ich glaube gar nicht, dass Orban sich so geschwächt fühlt. 40% der Bevölkerung sind hingegangen und haben gesagt, Der wird kurz in sein Hinterzimmer gegangen sein und gesagt, scheiße, und dann ist er rausgegangen und hat gesagt, so, it's double down, ja? Jetzt erst recht. Klar. Gut, wir gucken nach England und da hat Theresa May am Wochenende einen Parteitag veranstaltet, wo sie natürlich ihren Konservativen erzählt hat, ja, Brexit, ja, irgendwann bis März. Glaubt mir mal. Ich erinnere noch an Herrn Seibert, der am Tag des Brexits gesagt hat, es darf keine Hängepartie werden. Ja. Und ich finde es lustig, ich zähle ja immer noch mit, wie lang so eine Hängepartie maximal sein kann. Ja, Harald Schmidt hätte da immer einen Counter auf dem Tisch gehabt bei sowas, sobald jemand Hängepartie sagt und es klar ist, dass das in die dreistelligen Zahlen gehen wird, wenn man die Tage auflistet. Wir haben ja auch viele Hörer in England, ich denke dann immer Michael Jung und Co. Und für den habe ich jetzt diesen Ausschnitt noch genommen. Hannah Hüsch, unsere Großbritannien-Boulevard-Korrespondentin. Du hast Hannah Hübsch geschrieben. Ja, das ist irgendwie, mein Computer hat da anscheinend Autokorrektur gemacht. Hanni Hüsch, das Fazit zum Theresa May Parteitag. Kante zeigen, Härte. Den Delegierten gefiel's zum Parteitagsaufgalopp. Und ein bisschen ahnen sie wohl auch in Brüssel, dass da eine steht, die ein Tough Cookie ist. Ein schwer verdaulicher Keks. Schwer verdaulicher Keks. Die Hefe ist nicht richtig aufgegangen. Ja, das eben zur Frage, was ist, wenn man Swap übersetzt? Ja, da kommt nur so Scheiß raus. Ja. Das könnte ein Titel der Folge sein. Schwer verdaulicher Keks. Schwer verdaulicher Keks. Ich schreib's mir mal auf. Dann lernen wir, dass Sigmar Gabriel in den Iran reist. Und ich habe da eine Anmerkung zu. Bundeswirtschaftsminister Gabriel ist zu einem zweitägigen Besuch im Iran eingetroffen. Er will dort Chancen für die deutsche Wirtschaft ausloten. Begleitet wird der SPD-Chef von einer großen Delegation. Gabriel hatte vor der Reise erklärt, mit der Beilegung des Konflikts um das iranische Atomprogramm eröffneten sich für deutsche und europäische Unternehmen neue Chancen. Er wird von einer großen Delegation begleitet. So, liebe ARD. Ihr sagt so oft in der Tagesschau und in den Tagesthemen, weitere Informationen dazu finden Sie auf tagesschau.de. Warum bin ich dann der einzige Hauptstadtjournalist in der BBK, der sich regelmäßig für die Namensliste dieser Delegation bemüht? Warum gibt es keine öffentlich-rechtlichen Journalisten, die diese Listen auch haben wollen? Das kann ich dir sagen. Die sie dann online stellen können und dann in den Nachrichtensendungen sagen, ja, er wird von einer großen Wirtschaftsdelegation begleitet. Wenn Sie wissen wollen, wer zu dieser Wirtschaftsdelegation gehört, gehen Sie auf tagesschau.de. Also mein kleiner Thilo Jung, die Deutschland AG ist eine Institution, der wir vertrauen. Ja. Ach so. Außerdem sind die Journalisten ja mit dabei. Die wissen ja, wer da ist. Die stimmt. Man kennt sich doch. Ja. Was geht das denn den Mob an? Oder Oma Erna. Naja. Ist doch schön, dass wir jetzt wissen, dass im Iran Chancen sind. Wir kommen nachher nochmal drauf. Ja, ich habe nur gehört, dass irgendwie die Gegenparteien alle ihre Termine abgesagt haben und nicht mit Herrn Gabriel reden wollten, weil die so? Amerikaner ja immer noch ihre Sanktionen drauf haben. Ja, Gabriel musste irgendwie ins Museum gehen, ja, weil plötzlich Lücken im Kalender waren, nachdem irgendwelche Typen ihm abgesagt haben. Naja, weil aus iranischer Sicht ist es so, dass das deutsche Engagement kann ja nicht besonders groß sein, weil es irgendwie aufgrund der amerikanischen Sanktionen irgendwelche Bestimmungen gibt, Maximalsummen, also Geld, was dorthin gehen kann. Und deswegen, die Wirtschaftsdelegation, die da mit war, kann gar keine Millionen Verträge abschließen, glaube ich.
sondern nur so 100.000 Verträge. Weißt du? Ja, aber Deutschland ist auch gut darin, mal zu sondieren. Das ist ja nicht der erste Iran-Besuch. Die waren ja, ja irgendwie schon drei Tage, nachdem das aufgehoben wurde, waren sie ja irgendwie schon da, nachdem der Atomdeal da gemacht wurde. Ich sag ja nur, warum das Interesse auf iranischer Seite dann nicht ganz so groß ist, weil es eben noch einen wichtigeren gibt, der noch Sanktionen am Laufen hat. Meine Herren, wir müssen jetzt ganz stark sein. Thomas Roth nimmt jetzt Abschied. Jetzt ist es unumkehrbar. Die Sendung hat 21 Minuten gedauert und davon ging 4 Minuten für Thomas Roth am Ende drauf. Und ja, aber das ist doch jetzt wirklich relevant und interessiert. Ja, das ist. So krass, wie du das ankündigst, Thilo, hätten sie das eigentlich als erstes machen müssen. Ja, na, die hätten eine Spezialsendung machen müssen. Sagen einfach nur, hey, wir haben heute 2. Oktober, aber es ist nicht viel passiert in der Welt. Wir machen jetzt einfach mal Abschied, Thomas. Also 4 Minuten Tagesthemen, das sind sicher so 50.000 Euro, die Rechnung eingehen. Thomas Roth beendet seine glorreiche Karriere, die wahrscheinlich vielleicht sogar glorreich war, jedenfalls nicht. In Amerika und Moskau, Russland. Ja. Mhm. Und davor gab es aber noch das Wetter. Und die Wetterfrau hat dann, nachdem sie das Wetter angesagt hat, sich erstmal auch nochmal persönlich verabschiedet. Und wir hören nochmal ein bisschen in das Geplänkel rein zwischen ihr und Thomas Roth. Uns erwartet also eine recht frische Woche. Und jetzt wird mir doch nun wirklich das Herz ein bisschen schwer, denn das ist das letzte Mal, dass ich mich von dir verabschieden darf. Das letzte Mal, dass du mich mit dem Wetter anmoderiert hast. Das ganze Team vom ARD-Wetter wünschen dir alles, alles Gute. Pass gut auf dich auf und wir werden dich vermissen. Claudia, das ist nett, dass du das sagst. Ich will mich natürlich auch bei dir bedanken und alles Gute wünschen. Es war mir immer ein großes Vergnügen, mit dir und, wie du richtig sagst, mit deinen Kollegen zusammenzuarbeiten. Es war auch ziemlich witzig. Und im Übrigen manchmal auch völlig wurscht, wie das Wetter war, ob es gut oder schlecht war. Claudia, mach's gut. Vielen Dank. Danke. Ja. Tschüss. Ja. Tschüss. Wie am Telefon, ey. Wer legt jetzt zuerst auf von uns beiden? Ja, das ist wer macht noch einen Spruch? Floskelparade hättest du es. Eigentlich war immer egal, wie das Wetter war, Claudia, du warst wichtig. Ja, noch so ein Seitenhieber. So. Thomas Roth nimmt jetzt innerhalb von 9 Sekunden Abschied. Ich finde, so muss man sich als seriöser Journalist verabschieden und sagen einfach, das war's. Aha. Ja, meine Damen und Herren, es ist nun auch für mich soweit. Wie sagt man so schön? It's time to say goodbye. Was hat er gesagt? Das war doch wieder Englisch oder so, hä? Time to say goodbye, warum hat er nicht gesungen? Time to say goodbye. Also ich finde, das so hätte man sich verabschieden können, aber sagen, alles klar, ja, tschüss, alles super. Aber das ist halt nicht Thomas Roth. Er konnte sich nicht verkneifen, noch ein paar mehr Abschiedsworte zu finden. Und er macht mal weiter. Oh Gott. Ich will mich bei Ihnen allen bedanken. Bei einer 38 Jahre durfte ich Sie aus vielen Ländern und Kontinenten informieren. Die letzten Jahre dann hier im Tagesthemenstudio. Vieles war schön, manches war schwierig und wieder anderes da draußen war auch gefährlich. Aber gut, das gehört eben zu unserem Beruf als Journalisten. Ja, gehört dazu, ne? Ja. Dann hat er sich auch nochmal an Oma Erna persönlich gewandt. Ich möchte mich bei Ihnen für das Vertrauen bedanken. Welches Vertrauen? Dass Sie mir all die Jahre in Ihnen gebracht haben. Und ich sage das, weil ich weiß, das ist nicht selbstverständlich. Also. Eine Bitte habe ich am Schluss noch. Schenken Sie dieses Vertrauen auch meinem Nachfolger Ingo Zamperoni, der in diesen Tagen aus Washington zurückkommt und dem ich alles Gute wünsche. Also, danke und noch ein letztes Mal. Kommen Sie gut durch diese herbstliche Nacht. Tschüss. Da haben wir gerade alle angefangen zu applaudieren und sind noch ins Bild reingerannt. Na, kommen Sie gut durch diese herbstliche Nacht. Was denken die denn, was die Leute machen? Also ich meine, die gehen ins Bett, oder? Also. Er bedankt sich für das Vertrauen. Ja, bitte, Thomas. Ja, also ist das ein imaginäres Vertrauen gewesen? Ich will ja nicht sagen, dass man Thomas, dass es keine Menschen gibt, die Thomas Roth vertraut haben. Aber ich glaube, es gibt ganz wenige Menschen, die, weil sie Thomas Roth vertrauen, Tagesthemen gucken. Ja, wie in meinem Buch steht, wir wissen überhaupt nicht, was Vertrauen in dem Sinne ist. Also, es gibt jedenfalls es gibt die eine Dissertation von Matthias Koering, der dazu geforscht hat mit den interessanten Einleitungssätzen. Ja, das ist alles intuitiv plausibel, was Sie uns da erzählen zum Thema Vertrauen, aber so richtig handfest haben wir es leider nicht. Deswegen würde ich, also mein Tipp sozusagen, ja, wem sollte ich solchen Tipp geben, aber wenn man weiß, man hat seine letzte Tagesthemensendung, einfach krank melden, ja. Ja. Ansonsten stolpert man da rein, man weiß nicht, macht die Wetterfrau noch irgendeine Aktion, von der er nichts weiß, bringt irgendwer einen Luftballon mit oder so, ja. Da muss man sich irgendwie raushalten.
Vor allem die Leute interessiert dann auch ganz andere Sachen. Stefan, du erstmal. Du wolltest doch was sagen. Ja, ich wollte noch zum Beispiel sagen, bloß nicht anfangen, irgendwelche Floskeln zum Thema Vertrauen loszuwerden, ja, im Sinne von, ich hoffe, sie schenken dieses Vertrauen, von dem ich gar nicht weiß, was das ist, jetzt auch Ingo Zamperoni, und wir wissen erst recht nicht, was die nächsten 10 Jahre Vertrauen in Medien sein soll, vor allem nicht Fernsehen, ja, aber gut, das ist wirklich eine billige Floskelei. Das interessiert doch die Leute auch gar nicht, wenn da einer geht. Die Leute interessiert dann, was gab's für einen Kuchen, gab's auch Schnaps, weißt du, also, Na, das ist sowieso diese Überhöhung. Ich meine, wie viele Leute machen diese Sendung, ja? Und wie viele Leute sind so viel wichtiger dafür, dass sie gut funktioniert, als der Moderator, auch wenn der Moderator immer so frontal da vorne steht. Aber das ist einfach, man stolpert in diese Bedeutungsfalle rein, ne? Weil man sichtbar ist, nimmt man sich so wichtig. Ich möchte jetzt nochmal was betonen, was jetzt ein bisschen untergegangen ist, aber Thomas Roth hat es ja angesprochen. Er hat um Vertrauen, einen Vertrauensvorschuss für Ingo Zamperoni gebeten. Er hat darum gebeten, dass wir das Vertrauen in ihn... Ja, sein Vertrauen jetzt Ingo Zamperoni schicken, ja. Weil Vertrauen kann man jetzt persönlich entbinden und übertragen. Auf deinem Vertrauenskonto bei der Deutschen Bank sollst du jetzt quasi einen anderen Empfänger... Einfach mal überweisen, ja. Das Vertrauen mal überweisen. Ich meine, wenn ich Thomas Roth richtig verstanden habe, dann hält er sich für einen seriösen Journalisten und natürlich auch Ingo Zamperoni für einen seriösen Journalisten. So, lieber Stefan, stell dir jetzt vor, du bist Ingo Zamperoni. Mhm. Du bist ein seriöser Journalist. Du bist USA-Korrespondent, der wichtigste Korrespondent der ARD in Washington. Und in Amerika sind gerade krasse Zeiten. Ja, es läuft der wichtigste Wahlkampf seit Jahrzehnten. Mhm. Du bist seit Jahren dort Korrespondent. Du bist da das Gesicht der ARD in Amerika. Du musst ihnen erklären, wie Amerika funktioniert. Du hast die historische Chance, diesen historischen Wahlkampf zu begleiten. Und jetzt, Stefan, ruft dich das Tagesthemenbüro an und sagt, ey, Stefan, ich weiß, so Wahlkampf und so läuft ja immer noch da drüben, aber magst du jetzt nicht einfach schon im September bzw. im Oktober zurückkommen? Lass den Wahlkampf doch da sein. Und da sagt sich Ingo Zamperoni bzw. Stefan, der seriöse Journalist, ja, stimmt. Ja, also stimmt. Also 4 Wochen vor der Wahl gehe ich lieber zurück nach Hamburg, anstatt ein seriöser Journalist zu sein und zu sagen, liebe Tagesthemenredaktion, findet doch nochmal bitte Ersatz für 2 Wochen, den Rest macht ja eh Karin Mioska. Ich muss hier meine historische journalistische Verantwortung übernehmen und den Deutschen diesen Wahlkampf erklären. Stattdessen macht er einfach: Okay, ich baue meine Zelte ab, ich komme mal rüber, scheißegal. Das stimmt. Der bleibt jetzt gar nicht bis 9. November da, sondern der kommt jetzt tatsächlich jetzt schon rüber und ist jetzt im 2-Wochen-Rhythmus hier drin. Ey, ich fass es nicht. Nee, stimmt, jetzt wo du es sagst. Ich bin baff gewesen. Das kann doch nicht deren Ernst sein. Ja, Thomas Roth hätte ja noch einen Monat verlängern müssen oder so. Ja, ist doch scheißegal, aber das kannst du doch keinem erzählen. Ich meine, das ist doch deren Selbstbeweihräucherung, dass sie so seriösen Qualitätsjournalismus machen und dann bauen die da die Zelte ab, wenn es in die heiße Phase geht. Ey, unfassbar. Ja, wer macht das denn jetzt aus Amerika? Die haben ja ein paar Leute, aber... Ja. Ja, das stimmt. Ingo Zamperoni, Fehlstart. Der Vertrauens... Vor dem Schuss losgelaufen, raus, nochmal neu versuchen. So, und jetzt haben wir ja Thomas Roths letzte Worte gehört und dann haben wir schon im Hintergrund sein Team gesehen, wie es anfängt zu klatschen. Und wir dachten ja eigentlich, okay, das waren jetzt Thomas Roths letzte Worte, aber denkste, Stefan, Tyler, ihr müsst jetzt mal ganz genau zuhören, weil Thomas Roths letzte Worte waren die hier. Hört genau hin. Jetzt habe ich es hinter mir, ja? Oh Gott, jetzt habe ich es hinter mir. Jetzt habe ich es hinter mir. Geil. Ja, vor allem dieses fast ein bisschen zu paternalistische. Uiuiui, ach so ein großes, danke dir, so einen großen Blumenstrauß. Uiuiuiui. Da fehlen mir völlig die Worte. Aber ich fand einfach am allergeilsten, die Sendung endet damit, dass Thomas Roth sagt, oh, jetzt habe ich es hinter mir. Sehr gut. Oh, meine Güte. So, kommen wir zum 3. Oktober. Ich habe mir gedacht, ich gucke mir mal zu diesem 3. Oktober, weil natürlich auf Dresden geschaut wurde,
ich gucke mir einfach mal mehrere Sendungen an, ja. Und bevor wir zum Heute-Journal mit unserem geliebten Klaus Kleber kommen, gucken wir mal zum Sender, zum Sachsensender MDR. Und MDR aktuell hat Nachrichten gebracht. Und bevor der Beitrag aus Dresden gesendet wurde, dass es da eine Einheitsfeier gab, dass es da auch ein bisschen Ärger gab und so weiter, haben sie aber auch andere Meldungen gebracht. Sie haben wichtige Nachrichten gebracht. Unter anderem eine, die ich jetzt einmal nur drin habe, weil ich die total interessant fand, weil ich nicht gewusst habe, erstens, dass es einen Archivbunker der Bundesrepublik Deutschland gibt und zweitens habe ich nicht gewusst, wo der ist. Wisst ihr das? Naja, das ist... Jetzt ja, vorher wusste ich es auch nicht. Dass es Archive gibt, dass sie eingebunkert sind irgendwo, keine Ahnung. Ja, aber wo glaubt ihr, ist, wo wird das Archiv der BRD gebunkert? Im Salzstock, hier, wo die Kalilöcher sind wahrscheinlich. Ah, du bist gar nicht so, also der Gedanke ist schon mal nicht schlecht. Tyler hat keine Meinung. Nee, ich weiß es, aber auch erst seitdem ich diese Berichterstattung gesehen habe. Gut, hören wir mal rein. Du hast MDR geguckt, Tyler? Die erste Originalausgabe des Grundgesetzes ist im Archivbunker der Bundesrepublik eingelagert worden. Die Dokumente sind auf Mikrofilm gespeichert. Sie werden nun in luftdichten Edelstahlfässern für die Nachwelt verwahrt. 400 Meter unter der Erde im Barbarastollen im Schwarzwald. Kann ich noch eine kurze Anekdote zu dieser Berichterstattung? Also ich habe ja erst keine klassischen Nachrichten geguckt, ne, sondern habe halt nur so auf online halt so irgendwas gesehen und habe halt nur diese Memes gesehen, so Grundgesetz versenkt. Ne? Und selbst bei der ARD war in dem Post zu diesem Thema halt einfach nur so ein Bild und auf diesem Bild war dann das Grundgesetz und Grundgesetz wurde versenkt. Ja, sie haben es in also, Rohrbombe gepackt und versenkt. Ja, ja, aber es hat halt, also quasi, ich habe halt gar nicht gewusst, wo. Mhm. Ja, das klang halt so, als wenn sie einfach auf den Chiemsee rausgeschippert wären und dann einfach am tiefsten Punkt drop it, you know? Versenken also, ist da auch das falsche Wort für so in Salzstock einlagern, oder? Naja, das ist das klassische Wort quasi, wenn, also das ist aus dem Bergbau abgeleitet, ja, das Wort. Da heißt es halt versenkt. Ja. Aber, ja. Machen wir weiter. MDR aktuell, wie gesagt, hat viele andere wichtige Nachrichten zuerst gehabt und hat sich dann nochmal mit dieser Einheitsfeier in Dresden beschäftigt, weil es waren ja wirklich nicht wirklich Nachrichten, weil am 3. Oktober kommen immer Politiker zusammen, halten schöne Reden und es gibt auch immer Menschen, die da irgendwo stehen und auch mal rumpöbeln. Nee, bei uns in Frankfurt letztes Jahr nicht. Hier war Friede, Freude, Eierkuchen. Ich habe es gestern jemandem erzählt, als Gerhard Schröder nach Malchin gekommen ist, 2002 oder 2003. Da ist er auch mit dem Zug angekommen. Ich habe da als 17-jähriger Nordkorea-Reporter auch gestanden. Und dann, da waren so 400 Leute am Bahnhof. Ja. Und da haben auch so mindestens 40 gestanden und haben geschrien, Schröder, du Arschloch! Ja. Kohl wurde auch mit Eiern beworfen. Darüber hat niemand berichtet. Darüber, das war auch kein Aufreger, sondern einfach nur, naja, also ein paar verrückte Verschränkte gibt's immer. Ja. So, aber in der heutigen Zeit. Ja, einer ruft mal Volksverräter, ne? Dann so. Also, wir hören mal rein, wir hören uns mal die Anmoderation an, wir hören uns mal den Beitrag an. Ich habe, das Einzige, was ich rausgeschnitten habe, sind die Sonntagsreden von Lammert und dem anderen, weil den hören wir nachher nochmal im Heute-Journal. Darum hören wir nun die Kanzlerin, ansonsten der Bericht vom NDR aus Dresden. Meter unter der Erde im Barbarastollen im Schwarzwald. Der Tag der Deutschen Einheit hat Dresden auch heute noch einmal mit einer großen Ländermeile gefeiert. Am Mittag gab es einen Festakt in der Semperoper und daran nahmen auch Bundespräsident Gauck und Kanzlerin Merkel teil. Sie wurden auf dem Weg zur Feier allerdings beschimpft und bepöbelt. Auf der einen Seite freundliche Atmosphäre. Die Bundeskanzlerin begrüßt verschiedene Festtagsdelegationen, die zur Einheitsfeier nach Dresden gereist sind. Doch wo immer Sie, Bundespräsident Gauck und andere Politiker heute auftauchen, sehen Sie sich auch einer anderen Stimmung gegenüber. Pfiffe, Beschimpfungen bis hin zu Pöbeleien. Nicht alle fühlen sich offenbar mitgenommen im Jahr 26 der Einheit. Die Antwort der Kanzlerin. Ich persönlich wünsche mir, dass wir diese Probleme gemeinsam im gegenseitigen Respekt, in der Akzeptanz sehr unterschiedlicher politischer Meinungen
lösen und dass wir auch gute Lösungen finden und gute Lösung, mir, gute dass Lösung. Die Menschen miteinander im Gespräch bleiben. Gastfreundlich und offen wollte die Landeshauptstadt sich präsentieren, doch zumindest das Stadtzentrum gleicht heute zeitweilig einem Hexenkessel. Am Nachmittag versammeln sich mehrere Demonstrationszüge in der Stadt. Auf Pegida-Seite zählt die studentische Initiative durchgezählt etwa 4000 Teilnehmer. Die genaue Zahl der linken Gegendemonstranten ist noch nicht bekannt. Also aber wir halten erstmal eine Sache fest. Circa 100 Pöbler an der Semperoper schaffen es, einen Hexenkessel in Dresden zu veranstalten. Ich behaupte mal einfach mal, dass es wahrscheinlich 2 bis 3 Mal mehr Polizisten da vor Ort gab. Ja, davon ist auszugehen. Ich meine, jetzt mal ehrlich, 4000 Leute bei einer Pegida-Demo, wohl wissend, dass der Bundespräsident, die Bundeskanzlerin, der Bundestagspräsident und der halbe Bundestag da ist. Und Steffen Seibert, das ist ja wohl, also lamer als Pegida geht's ja wohl nicht. Das ja, ich meine, tot. Also ich meine, an einem 3. Oktober, dass bei Pegida nur 4000 Leute an einem Montag kommen, ist eigentlich schwach. Aber ja, ich meine, das, was man hier so ausschnittsweise sieht, man hat es auch bei Twitter und so in den kleinen Videos gut gesehen, das ist nur noch Wut als Happening, ja? Ja. Dass da überhaupt noch Rücksicht drauf genommen wird, auf diesen Scheiß. So. Und ich meine, die nehmen wirklich nur die Gelegenheit wahr, ach, da fährt gerade die Staatskarosse vorne, dann rufe ich mal Volksverräter, ja? Ja. Also lamer geht's nicht. Und ich meine, man muss das mal betonen, wir kommen da gleich nochmal zu, aber an diesem Wochenende, diesem Einheitswochenende in Dresden, vom 1. bis 3. Oktober, es gab 450.000 Gäste in der Stadt. 4.000 waren Pegida-Demonstranten und 100 Pöbler. Worauf wurde sich bei diesem Einheitswochenende konzentriert? Auf diese 100 Arschlöcher und die 450.000 Menschen? Naja, war halt eine Erwähnung wert, ja. Unglaublich. Ja, wir kommen aber ich reg mich gleich noch weiter auf. Wir kommen mal ganz kurz, wir machen kurz einen Abstecher zum Ende der Sendung des von MDR aktuell, weil das ist jetzt einfach nur für Oma Erna. Oma Erna wird in den Abend gewünscht und bekommt einen Sendehinweis mit dem Wunsch nach guter Unterhaltung. Und jetzt geht's weiter mit der A4 von oben. Die Dokumentation zeigt, wie sich die wichtige Autobahn seit der Wiedervereinigung entwickelt hat. Damit spannende Unterhaltung. Ach. Das sind meine Lieblingsformate. Ja. Irgendwie an meine aller gibt's noch Bahnstrecken, gibt's noch? Also ich weiß ja, wie die Leute ticken, die das gucken, weil ich die in der Familie habe und What? Na, zum Abschalten, das ist so wie Lagerfeuer. Opa und so, weißt du? Oder sowas. Na, früher. Die gucken das halt, ja. Und die produzieren also, irgendwann mal. Die machen den MDR an und gucken das den ganzen Abend, ja. Und wenn dann die A4 von oben kommt, dann denken die, oh ja, ist interessant. Wenn der sagt, gute Unterhaltung, dann fast so, als wäre das jetzt Pflicht, das zu gucken, ja? Ich mach mal irgendwann, halt. Irgendwann mache ich mal Deutschlands Flüsse von oben. Aber, ja, das gibt's doch alles schon, Reihen von oben. Ja, gibt's, aber mit U, also das ist ja nicht richtig, weil die haben ja nicht den Fluss gezeigt, sondern die Umgebung des Flusses. Genau. Ich zeige nur den Fluss, also nur die Wasseroberfläche. Als würdest du die Kamera vorne in die Straßenbahn stellen, so richtig, zack. Ja, du musst dann anhand der Wasseroberfläche kannst du dann erraten, welcher Fluss es ist. Quasi. Sehr gut. So aber man muss mal sagen, bei YouTube gibt's ja so verschiedene Leipzig 1985 Kamera vorne in der Straßenbahn. Eigentlich super langweilig, ja, aber heute gibt's fast nichts Interessanteres. Kann man sich mal 5 Minuten angucken, wie die Stadt damals aussah. Und dann soll man nochmal auf die Idee kommen, irgendwem vorzuwerfen, dass hier irgendwelche Entwicklungen in die falsche Richtung laufen, ja. Genau. Also du plädierst dafür, diesen Beitrag zu senden, aber in 20 Jahren. Ja. Na, dieses Straßenbahnvideo würde ich dem MDR jeden Abend 18 Uhr nochmal draufdrücken, damit die Leute das nochmal sehen, wie das tatsächlich damals war, als man noch mit einer Freikarte in die Semperoper konnte. Wir verlassen MDR aktuell und ich habe umgeschaltet zu Logo, dem Nachrichtenmagazin für Kinder im Kinderkanal. Und die haben einen sehr guten Beitrag gemacht über die Einheitsfeier in Dresden und haben dann einfach ganz zum Schluss, so nebenbei, einfach, wie es sich, also finde ich gehört, einfach nur nebenbei erklärt. Am Rande der Feier in Dresden gab es heute aber auch viele Proteste. Denn einige Menschen finden, dass es keinen Grund zum Feiern gibt. Sie sind unzufrieden mit der Situation in Deutschland und geben daran den Politikern die Schuld. Ja, perfekt. Das war's. So, perfekt. So berichtet man. Und jetzt kommen wir zu den Alternativnachrichten vom Heute-Journal mit Klaus Kleber. Eigentlich, da Logo so direkt Kinderprogramm ist, könnte man jetzt sagen, jetzt ist wirklich Opa im Programm. Jetzt kommt Opa. Und
Es wird wirklich absurd, weil Klaus Kleber, er sagt uns guten Abend, er steigt ein in die Sendung mit den Pöblern in Dresden und wir lernen, dass es eigentlich nur 100 Menschen braucht, 100 Pöbler schaffen es, Klaus Kleber zu provozieren. Guten Abend, die Antwort ist höchstens 100. Ein paar weniger reichen auch. Es ist die Antwort auf die Frage dieses Tages. Wie viele Hau ab, Merkel muss weg und Volksverräter brüllende Demonstranten braucht es, um die Berichterstattung über den deutschen Nationalfeiertag zu bestimmen? Oh, das ist unglaublich, ne? Unglaublich. Wie viele Leute braucht es, um mich zu beeinflussen? In der Frage, was ich meinen 3,5 Millionen Omas und Opas und den 100.000 unter 40-Jährigen, die zufälligerweise noch hinten in der Küche mitstehen und auch mitbekommen, was ich sage. Ja. Unglaublich. Ey, es ist unfassbar. Berichterstattung, also die Themen der Berichterstattung sind wahrscheinlich so gottgegeben, ja. Die kommen morgens in die Konferenz und dann, oh, ein goldener Brief auf dem Konferenztisch. Und dann ziehen sie es auf. Pegida-Demonstration. Was? Es sind doch nur 100 Leute gewesen und wir sollen das jetzt berichten? Aber immer noch 100 zu viel. Ach Klaus, ey, das ist ja wirklich unglaublich. Ja, aber es zeigt auch vielleicht ganz gut, wie wenig das System damit klarkommt, ne? Dass dort eben 100 Leute nicht auf Linie sind. Aber das System hat diese Menschen doch über Jahrzehnte und Jahre auch mehr ignoriert, zu Recht. Ja. Es gibt immer Verrückte. Ja. Warum jetzt nicht mehr? Tja, gute Frage. Gute Frage, wer die beantworten kann, ne? So. Können wir einen Podcast einstellen hier. Dann gab's einen Beitrag dazu natürlich, ne? Klaus Kleber hat den anmoderiert, das sparen wir uns jetzt mal. Und dieser Beitrag spaltet sich. Also der ging 2,5 Minuten und 15 Sekunden davon waren perfekter Journalismus des Heute-Journals. Wahrscheinlich die besten 15 Sekunden des Heute-Journals des ganzen Jahres. Oh. Und danach gucken wir auf den Rest. Aber jetzt erstmal die ersten 15 Sekunden. Das sind die ersten 15 Sekunden des Beitrags und wie gesagt, die sind grandios, wir hören genau zu. Der Tag der deutschen Einheit, das Volk auf Abstand gehalten, die Vorfahrt der Verfassungsorgane eine Inszenierung für die Presse. Direkten Kontakt haben nur ausgesuchte Vertreter von gesellschaftlichen Organisationen. Ha, sehr gut. Das war super. Ja. So, und damit hätten sie den Beitrag auch beenden können. No. Ja, weil die PR-Veranstaltung muss man ja jetzt ja nicht einfach sich geben. Ja, also aber wenn man durchschaut, dass es PR ist, ja, finde ich auch, kann man einfach das reflektieren und dann auch Konsequenzen ziehen. Genau. Aber Klaus Kleber ist nicht Klaus Kleber, wenn er nicht seinen Journalisten gesagt hat, daraus macht ihr mal einen Beitrag, weil jetzt, wir haben 15 Sekunden knallharten Journalismus gehabt und jetzt die letzten 130 Sekunden, also das Zwölffache der Sendezeit, wird jetzt für die Pöbler ausgegeben und wir hören mal rein. Weit ab, hinter den Sperren, wüten Pegida und AfD-Anhänger. Wer seitens der Politiker den Sicherheitsabstand nicht einhält, setzt sich ihrem Hass aus. Ja, Deutschland verrecke, schreien Sie! Sie sagen zu uns, wir sind alles... Ganz kurz, wir sehen jetzt ein Video, ja? Das ist ein berühmtes Twitter-Video. Das wurde auf Twitter rumgereicht von einem, von Herrn Heller, glaube ich. Und das ist kein Video des ZDF. Nur ich sehe jetzt hier keine Quellenangabe. Ich habe dieses Video auch in den Tagesthemen gesehen, bei RTL aktuell. Nirgendwo wurde die Quelle eingeblendet, aber das nur nebenbei. Oh ja, du bist ja hier der Leistungsschutzrechtsbeauftragte. Ja, aber von den öffentlich-rechtlichen Nachrichten erwarte ich, wenn sie zeigen, dass das jetzt nicht ihr Material ist. Das ist die Mehrinformation, die du dann auf heute.de nachlesen kannst. Vielleicht haben sie das dem ja abgekauft, Tilo. Aber ja, und? Dann muss man es trotzdem zeigen, ist ja Journalismus. Nee, muss man nicht, gar nicht. Das kommt ja dann drauf an. Also ich kann ja auch sagen, für 300 Euro müsst ihr mich einblenden, für 500 Euro müsst ihr mich nicht einblenden. Na gut. Gut, halten wir mal durch. Es ist nur eine kleine Gruppe. Sie will jegliche Feststimmung stören. Das schafft sie auch. Ja. Wir sind überhaupt total schockiert, was jetzt hier passiert. Wir sind seit Freitag hier in Dresden und fanden das ganz toll und verstehen jetzt gar nicht, was hier los ist. Ich bin da jetzt weggegangen, sage ich ganz ehrlich. Ich finde es schlimm. Ich finde es traurig, gerade an diesem Tag, der Tag der deutschen Einheit, dieses Wort, wir sind das Volk, zu benutzen. Ich finde es schade, dass es so verunglimpft wird. Es stand für was Besseres. Beim Festakt zum deutschen Nationalfeiertag bekommen die lärmenden Unzufriedenen viel Aufmerksamkeit. Beschämt auch von uns, dass Worte die Lunte legen können für Hass und Gewalt. Wer so spricht,
Wer so handelt, der soll gerade an unserem Nationalfeiertag wissen, das ist menschenverachtend und zutiefst unpatriotisch. Und diejenigen, die heute besonders laut pfeifen und schreien und ihre erstaunliche Empörung kostenlos zu Markte tragen, die haben offenkundig das geringste Erinnerungsvermögen daran, in welcher Verfassung sich diese Stadt und dieses Land befunden haben, bevor die deutsche Einheit möglich wurde. Und das Fest zur Einheit? Ja. Doch, doch, es findet statt. Tausende Menschen feiern, unbeirrt, seit Tagen. Dresden will zeigen, dass es anders ist als sein derzeitiger Ruf. Mit Bildern wie diesen. Schlechtem Wetter zum Trotz und den Schlagzeilen. Also ich glaube nicht, dass die 100 Leute, die hier vorne Krawall machen, repräsentativ für die Stadt Dresden sind. Noch der Tag beginnt und endet mit Pegida. Aus ganz Deutschland sind sie angereist. Eine mächtige Demonstration derer, für die es keinen Grund gibt, die Einheit Deutschlands zu feiern. Der letzte O-Ton des Dresdners, ja, ich glaube nicht, dass diese 100 Menschen repräsentativ sind. Das ist doch dem Heute-Journal egal. Ja, vor allem, wenn das Heute-Journal jetzt glaubt, ne, das finde ich richtig perfide, dass man allen Dresdnern, die gerade irgendwas Fröhliches machen oder so, ja, dass das alles eine politische Aktion gegen Pegida und so wäre, ja. Also, dass jeder jetzt in diesen Konflikt reingezwängt wird und alles, was nach Alltag aussieht, plötzlich zur politischen Aktion gegen Pegida wird, ja. Also, so wichtig, ich kann mir gar nicht vorstellen, warum, also, es gibt da gar keine Gründe für, ich find's bescheuert, perfide, ja, das dann so aufzuziehen. Na, weil ihnen, es soll denen, die dort getrillert haben, immer erklärt werden, dass sie die Schmuddelkinder der Demokratie sind, quasi. Ja, da wird dann ja auch immer gefordert, von wegen, wir müssen hier alle demokratischen Meinungen akzeptieren, aber bitte drückt das doch so gewählt aus wie Horst Seehofer, dann hört man euch auch zu. Ja, aber ich meine, wenn man das jetzt mal überträgt, ne, das gleiche Phänomen dieser Berichterstattung auf, was weiß ich, wir haben ja gehört, Münchner Wiesen, Terror, keiner geht hin. Cannstatter Wasen, ja, Cannstatter Volksfest, 200 Kilometer weiter oder was, in Stuttgart, so viele gehen hin wie beim Wieseneröffnungswochenende nicht, ja. Das ZDF wäre dann dahin gefahren, hätte gesagt, das hier ist nicht das feiernde Volk, das sind die Helden, die sich gegen die Terroristen stellen und Spaß dabei haben, einem Fahrgeschäft 10 Euro zu geben, um eine Minute lang in einem 50 Meter hohen Riesenrad zu fahren, ja. Also das wäre sozusagen der Tenor der Berichterstattung. Das sind ja nicht Leute, die einen schönen Tag haben wollen und viel zu teures Bier auf unbequemen Holzbänken sitzen, sondern das ist das Bollwerk gegen den Terror. Ja, so, ja. So läuft hier die, ja, ganz Dresden ist das Bollwerk gegen Pegida, ja. Fast so, sie könnten auf die Straße gehen und sagen, oh, sie gehen hier einfach so einkaufen, ja, und sie brüllen nicht Volksverräter, ich ehre sie dafür, kann ich ihnen einen O-Ton entlocken, ja. Ja, ja. Vor allen Dingen, es gab ja auch eine konkrete Gegenveranstaltung zu dem Pegida-Aufmarsch. Das hatte ich, glaube ich, im MDR in irgendeinem Nachtprogramm. Ja, die haben es ja eben auch gesagt, aber die wussten nicht, keine Zahlen, da gab es jetzt keine Zahlen. Ja, aber die Bilder waren dann schon eindeutig, weil die Pegida standen unter der Brücke und die Bürgerbewegung auf der Brücke. Ja. Und dann haben die von oben so viel Krach gemacht, dass man die unten gar nicht gehört hat. Ja, ich meine, 4000 also Leute bei Pegida am Tag Deutscher Einheit, ja, das ist einfach lächerlich. Das ist keine Berichterstattung würdig, wirklich. Apropos also, nicht, das Bild hätte gereicht, meine ich, ja? Wie die Bürgerbewegung unten die tot pfeift. Bumm, fertiges Thema. Aber die anderen waren lauter und mehr. Apropos nicht würdig, dieser ganze Beitrag war nicht dem Heute-Journal würdig, weil es war kein Top-Thema. Es kann und darf kein Top-Thema gewesen sein. Und Klaus Kleber mit seiner Abmoderation zu diesem Beitrag macht uns das nochmal deutlich, denn eine mächtige Demonstration von etwa 4.000 bis 5.000 gegen 450.000, die in Dresden waren, zu Besuch, um zu feiern. Ja, was will er uns hier erklären, ey? Klaus, ich verstehe das nicht. Er sagt es gerade selber, es waren 450.000 Menschen da, die feiern wollten und 1% davon hat Stunk gemacht und darauf haben sie sich konzentriert. Das ist einfach lame, unglaublich. Und das Weiße, er meint einfach nur, eine mächtige Demonstration, 4000 Menschen. Ja, Pegida war doch schon mal ohne, dass irgendeine Staatskasse vorfuhr, größer. Lieber Klaus Kleber, wenn eine mächtige Demonstration schon 4000 Menschen ausmacht. Ja, dann machen wir eine TTIP-Berichterstattung. Was ist denn TTIP? 150.000. Naja, Kurzmeldungen. Das sind alles nur Globalisierungsgegner. Hasser des Freihandels.
Wir kommen. Warte, bevor ihr weiterkommt zu Kolumbien. Ich muss los, muss ja die Kamera aufbauen in der BPK. Jo. Zum Thema Kolumbien empfehle ich noch Narcos, die Serie. Ja, die wird mir auch immer empfohlen für Netflix, muss ich auch mal reingucken. Über Serien sprechen wir nächste Woche mal ausführlich. Okay, cool. Jo. Tschüss. Bis gleich. Dahin. So, wir gucken nach Kolumbien. Bevor wir zu dem Beitrag im Heute-Journal kommen, gucken wir mal kurz, wie Logo das gemacht hat. Logo erklärt Kindern, was es über das Referendum, über den Friedensvertrag in Kolumbien zu wissen gibt. Schwer bewaffnet patrouillieren sie in den Hochwäldern und leben in Lagern im Dschungel. Die sogenannten FARC-Kämpfer in Kolumbien. Seit mehr als 50 Jahren schon kämpft die FARC mit Gewalt gegen die Regierung. Um an Geld für die Kämpfe zu kommen, macht die FARC verbotene Drogengeschäfte. Und sie hat sogar häufig Menschen entführt, um Lösegeld zu erpressen. Auch Kinder und Jugendliche haben als Kindersoldaten bei der FARC gekämpft, obwohl so etwas überall auf der Welt verboten ist. Viele der Kinder wurden dazu gezwungen. Unter den jahrzehntelangen Kämpfen hat die Bevölkerung sehr gelitten. Bis heute sind viele tausend Menschen gestorben. Mehr als 6 Millionen sind vor der Gewalt geflohen. Und jetzt der Friedensvertrag. Frieden klingt erstmal gut. Allerdings, dafür, dass die Kämpfe aufhören, hat die Regierung der FARC viele Versprechungen gemacht. Zum Beispiel, dass viele FARC-Kämpfer nur milde oder gar nicht für ihre Verbrechen bestraft werden, dass sie Unterstützung dabei bekommen, sich ein neues Leben aufzubauen und dass ehemalige FARC-Kämpfer in der Politik mitreden dürfen. Das geht vielen Menschen zu weit. Sie wollen zwar, dass die Kämpfe aufhören, aber auch, dass die Kämpfer härter bestraft werden. Deshalb haben sie gegen den Friedensvertrag gestimmt. Na. Gute Erklärung. Mhm. Das Einzige, was mich stört, sind diese Töne. Ja, die ganze Zeit. Gut. Wir gucken ins Heute-Journal und man muss ja auch mal loben. Und ich lobe jetzt diesen Korrespondenten, dessen Namen wir nachher nochmal hören werden, dessen Namen ich jetzt aber nicht weiß. Er hat einen Beitrag gemacht zu diesem Friedensvertrag und den Beitrag hören wir uns jetzt an, weil der sehr gut ist. Alles war angerichtet für die große Feier des Sie, des Ja zum Frieden. Es schien nur eine Frage der Höhe des Sieges zu sein, auf dem Weg zum historischen Friedensschluss. Hier sollte er vor der Weltpresse beerdigt werden, der letzte Krieg auf dem amerikanischen Kontinent und dann der Schrecken über das Ergebnis. Es ist sehr, sehr traurig. Es scheint, dass sich die Kolumbianer einfach schon an den Krieg gewöhnt haben. Wir sind ein gespaltenes Land. Ich glaube, dass es sehr viel Manipulation und Desinformation in den Medien gab. Es war ein schmutziger Wahlkampf. Ich fürchte, jetzt wird die Gewalt wieder zunehmen und nach 4 Jahren Verhandlungen wird es sehr schwer, noch einmal eine Übereinkunft zu erzielen. Bedeutet diese Niederlage tatsächlich das Ende für den Friedensprozess in Kolumbien? Für manche Beobachter ist das noch nicht das Ende aller Hoffnungen. Weder die Regierung noch die Opposition wissen, wie es jetzt weitergehen soll. Was nun mit den Verhandlungsergebnissen von Havanna geschehen soll. Ob die FARC wieder zu den Waffen greift. Es herrscht jetzt die totale Ungewissheit. 4 Jahre lang hatte Kolumbiens Präsident Santos mühsam mit der FARC-Guerilla um Kompromisse gerungen. Alles vergebens. Als Santos seine Niederlage eingesteht, brechen seine Gegner in Jubel aus. Sie feiern das Nein, als wäre damit eine Fußballmeisterschaft gewonnen und nicht etwa der Frieden verloren. Das war kein Abkommen des Friedens, das war eine Übereinkunft über Aufteilung der Macht zwischen Santos und der FARC. Kolumbien darf nicht akzeptieren, dass die schlimmsten Kriminellen ungestraft davonkommen, obwohl sie Kinder rekrutiert und ihnen das Töten beigebracht haben. Weg mit Santos, schreien sie in Richtung Präsident, als habe der versucht, das Land zu verraten. Die Spaltung der kolumbianischen Gesellschaft, sie sitzt tief. Verlierer sind die Menschen, die bis heute unter dem 52 Jahre langen Konflikt leiden, die Millionen Vertriebenen und die vielen kriegsmüden Kolumbianer, die sich diesen Frieden so sehr gewünscht hatten. Naja, ich meine, wenn es da so Amnestieregeln gibt, die von der breiten Masse einfach nicht geteilt werden können, akzeptiert werden können, finde ich das schon bedeutsam. Allerdings muss ich hier wirklich auf Deutschlandfunk Hintergrund warten. Ja, ich meine, es gab auch Amnestie in Afghanistan. Da hat sich letzte Woche die afghanische Regierung mit einem Warlord und seiner
islamistisch, fast schon dschihadistischen Gruppierung geeinigt und der hat auch Gnade bekommen, beziehungsweise wie heißt das, Amnestie. Ja. Und der Typ soll, ich habe das Namen, der ist sehr kompliziert, ich jetzt nicht habe, aber ich habe dazu an der BBK gefragt gehabt und ich meine, das ist einer der, ich glaube, die New York Times hat ihn mal einer der schlimmsten Gestalten der Menschheit genannt. Und ja, wenn so Friedensverträge aber eigentlich Kapitulationen sind, kann man das auch nicht akzeptieren, ne? Also da muss man dann halt kompliziertere Wege finden. Ja, ich meine, das Auswärtige Amt hat diesen Vertrag gelobt, ja, als NATO-Staat in Afghanistan. Afghanistan wird nicht besetzt übrigens, habe ich letztes von Schäfer gelernt. Ja, ich meine, denen kann sie auch alles egal sein, ist ja nicht ihr Schicksal. Ja, ja, genau. Ja, die wollen aber nur, dass es da Ruhe ist, ne? Ja. So, Hauptsache abschieben können. Jetzt machen wir noch eine Korrespondentenschalte nach Bogota. Klaus Kleber redet mit Thomas Schäen? Nee, warte mal, Thomas Schäen war der von der FAZ. Tyson, der ist Tyson. Tyson, okay. Jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Aber diesem Korrespondenten solltet ihr auf Twitter folgen. Ich habe es schon getan. Und wir lernen jetzt, warum die Kolumbianer eigentlich Nein gesagt haben. Und wir lernen, was für eine Wahlkampagne gefahren wurde. Und wir lernen was über die Wahlbeteiligung, Stefan. Und du hast jetzt mal die Aufgabe, die Kolumbianer haben über einen Friedensvertrag abgestimmt. Ne? 50 Jahre lang Krieg, Bürgerkrieg in Kolumbien und jetzt endlich gibt es einen Friedensvertrag. Und was glaubst du, wie hoch war die Wahlbeteiligung? Na, ich hoffe doch mal 80%. 80%, bist du sicher? Na, ich weiß es nicht, ich hoffe nur. 80%, okay, hören wir mal rein. Also ein Grund ist sicherlich, dass es den Neinsagern um Ex-Präsident Uribe viel besser gelungen ist, die Wähler zu motivieren. Und zwar mit Argumenten wie: Wie kann es denn sein, dass Ex-Guerilleros 2 Jahre lang eine monatliche Grundrente beziehen sollen, während es doch so viele arme Menschen in diesem Land gibt, die nichts verbrochen haben? Trotzdem hätte es ganz sicher für eine Mehrheit für das Jahr gereicht, wenn die Wahlbeteiligung höher gewesen wäre. Gerade mal 37%, für viele Beobachter ein Armutszeugnis in Sachen Demokratie. Tja, damit ist sowieso alles gesagt. 37%. Ja. Das ist ja unglaublich bei so einer Frage. Das hat mich schockiert. Mhm. Und wir hören uns jetzt aber auch noch die restliche Schalte an mit Andreas Tyson. Ja? Folgt ihm auf Twitter, weil das, was er jetzt auch noch abgibt, ist, das erwarte ich von einer kurzen, bündigen Korrespondentenschalte in ein Land, mit dem wir uns sonst nie beschäftigen, aber er trotzdem alles rüberbringt, was man als Oma Erna und was man selbst als ich als Aufwachen-Moderator hören und wissen will. Und der wir sind hier Hosts, ist doch klar. Ja, der Einzige, der ein bisschen konfus war Klaus Kleber. Nun muss man mal sehen, wie das Ganze weitergeht, aber darüber werden wir sicherlich noch reden. Ja, fangen wir mal damit an. Wird das bedeuten jetzt, dass es weiter Krieg einfach wird, dass beide Seiten zu den Waffen greifen? Also das ist im Moment ganz schwer vorherzusagen. Im Moment betonen ja alle Parteien, dass sie weiterhin den Frieden wollen. Auch die FARC hat das vor und nach dieser Abstimmung immer wieder betont. Jetzt ist Ex-Präsident Uribe auf den Plan getreten. Nach seinem großen Sieg gestern will er an künftigen Friedensverhandlungen beteiligt werden. Doch während seiner Amtszeit hat er ja versucht, mit großen militärischen Mitteln die FARC zu vernichten. Und da ist es im Moment ganz, ganz schwer vorstellbar, wie da eine Verhandlungslösung in Zukunft irgendwie noch zustande kommen soll. Nun geht es ja um eine Existenzfrage für Kolumbien. Und da gehen nur 37% der Wähler zur Wahl. Wie konnte das sein? Ja, das ist wirklich überraschend und vor allen Dingen in den großen Städten ist ganz wenig gewählt worden. Viele sind zu Hause geblieben. Es ist einfach so, in den letzten Jahren ist die Sicherheitslage in den großen Städten deutlich besser geworden. Das führt dazu, dass dieser Konflikt in den entlegenen Urwaldregionen anscheinend die Leute hier weniger interessiert als früher. Und so ist diese niedrige Wahlbeteiligung wohl zu erklären. Peter Tyson, danke für Ihre Berichterstattung. Mhm. Peter Tyson. Ja. Auf Twitter, Leute, folgt ihm. Er hat's verdient. Kommen wir zum Großmächte-Update im Heute Journal. Ja, also wir nennen es nicht mehr jetzt, was macht der Krieg, sondern wir machen jetzt einfach nur im Großen und Ganzen ein Großmächte-Update. Was machen die Amerikaner? Was machen die Russen? Was macht der Stellvertreterkrieg in Syrien? Und die haben das alles jetzt in einem Stück versendet. Also Klaus Kleber und seine, wer ist das? Karim? Nee, Karim Jaska nicht. Wer liest da die Nachrichten vor? Gundula Gause? Es kann sein. Hm. Und das Einzige, was ich jetzt gemacht habe, ich habe nichts geschnitten,
Ich habe einfach nur ein bisschen Musik untergelegt. Unterdessen werden die Beziehungen immer eisiger zwischen den zwei großen Mächten, die die schlimmsten Konflikte auf dem Planeten nur gemeinsam lösen könnten, das aber offenbar nicht schaffen. Im Gegenteil. Die USA beenden die direkten Gespräche mit Russland über eine Waffenruhe in Syrien. Das US-Außenministerium begründete die Entscheidung am Abend mit den andauernden heftigen Luftangriffen Russlands in Syrien. Washington wirft Moskau unter anderem vor, auch zivile Ziele in Syrien anzugreifen. Das russische Außenministerium wies in einer ersten Stellungnahme diese Vorwürfe zurück und machte die USA für das Scheitern der Verhandlungen über eine Waffenruhe in Syrien verantwortlich. Und zuvor hatte Russlands Präsident Putin ein Atomabkommen mit den USA zur Entsorgung von waffenfähigem Plutonium ausgesetzt. Die Gründe, so der Kreml, seien unfreundliche Akte der US-Regierung, die ihre Verpflichtungen aus dem Vertrag nicht erfülle. Die Atommächte Russland und USA hatten sich verpflichtet, jeweils 34 Tonnen waffenfähigen Plutoniums zu vernichten. In Syrien dauern die heftigen Luftangriffe auf den Osten Aleppos an. Im Westen der Stadt steht ein Hilfskonvoi der EU bereit und wartet auf die Genehmigung, den bedrängten Zivilisten zu helfen. Die syrische Armee geht mit russischer Unterstützung an mehreren Orten, wie hier in Ghouta bei Damaskus, massiv gegen die Rebellen vor. Immer wieder werden auch Krankenhäuser bombardiert. Ja, das ist Inception in Reinform, ne? Ja, ich hab's nur wegen dir gemacht, weil Hans Zimmer, dachte ich mir, das ist doch super. Ja, wir waren letztens im Zirkus, im Wasserzirkus, Name weiß ich jetzt gerade nicht, am Wochenende. Und da wurde auch ganz viel Hans Zimmer gespielt, war ganz ganz cool. Jetzt wird's absurd, weil direkt danach gibt's eine weitere Meldung, nämlich über Sigmar Gabriel. Oh. Und das Heute-Journal suggeriert jetzt, naja, Sigmar Gabriel ist im Iran, weil er für den Frieden sich einsetzt und mit den iranischen Machthabern über Syrien diskutiert hat und ganz nebenbei hat er noch eine Wirtschaftslobby dabei gehabt. Ne? Also in der Prioritätenliste. Wirtschaftsminister Gabriel hat in Teheran an die iranische Führung appelliert, alles für ein Ende des Krieges in Syrien zu tun. Iran unterstützt mit Russland das Assad-Regime. Weiteres Ziel seiner Iran-Reise sind engere Wirtschaftsbeziehungen. Nach der Beilegung des Atomstreits hoffen Iran und europäische Unternehmen auf Geschäfte. Begleitet wird Gabriel von 120 Managern. Sigmar Gabriel darf nur noch stehend gezeigt werden. Wir haben ihn jetzt sitzend im Gespräch, im Sesselgespräch, sitzend, wie er unterschreibt irgendwas und sitzend am Verhandlungstisch. Und jedes Mal fällt auf, wie dick er eigentlich ist. Aber so absurd, ja? Ja, Gabriel sagt Frieden, Frieden, Frieden. Und weiteres Ziel sind Wirtschaftskontakte. Nein, ja, so ist das halt. Liebes Heute-Journal, das ist das einzige Ziel, warum Sigmar Gabriel mit seiner 120-köpfigen Wirtschaftsdelegation in den Iran gereist ist. 120. Es wird übrigens eine sehr lange Liste, die mir das BMWI heute geben muss. Hm. Bin ich schon gespannt. Und wir hören noch mal weiter. Es geht noch weiter mit dem Großmacht-Update. Und die Musik kommt wieder von mir. In der Türkei wird der Ausnahmezustand um 3 Monate verlängert. Nach dem Putschversuch Mitte Juli hatte Präsident Erdogan den Ausnahmezustand für 90 Tage verhängt. Jetzt wird er noch einmal bis Mitte Januar verlängert. So kann Erdogan weiterhin per Notstandsdekret Entlassungen und Festnahmen anordnen. Im Norden Afghanistans sind Taliban-Kämpfer erneut in das Stadtzentrum von Kunduz vorgedrungen. Bei Gefechten mit Regierungstruppen soll es Tote gegeben haben. Bis Ende 2013 war die Bundeswehr in Kunduz stationiert. Schon vor einem Jahr hatten die Taliban die Stadt vorübergehend unter ihre Kontrolle gebracht. Ja, ich meine, als Erzählung ist mir das nicht näher oder ferner als Star Wars. Hä? Ja. Das ist jetzt wirklich, passt gut. Weil wir uns beeilen müssen, wir müssen ja beide gleich los, machen wir noch ganz zum Schluss. Das wird auch so ganz nebenbei weggesendet, nämlich an dem Tag, an dem es dann, also an dem Abend, nachdem es schon zu spät ist, darüber was zu erfahren, weil ich höre zum ersten Mal vorhin in meinem Leben, dass am Tag der Deutschen Einheit auch Tag der offenen Moschee in Deutschland ist. Zum Tag der offenen Moschee haben rund 1000 islamische Gotteshäuser in ganz Deutschland ihre Türen für Besucher geöffnet.
Der Tag der offenen Moschee wird seit 1997 immer am 3. Oktober veranstaltet. Die teilnehmenden Islamverbände wollen damit signalisieren, der Islam sei ein Teil Deutschlands. Jo, da war wenig los. Den Tag der deutschen Moschee gibt es seit fast 20 Jahren und ich habe davon noch nie gehört. Ja. Auf der anderen Seite frage ich mich, gibt es auch einen Tag der offenen Kirche? Ja. Also ja? Es ist immer Tag der offenen Kirche. Ich wollte gerade sagen, aber ist doch in der Moschee genauso. Nicht ganz, weil hier geht es ja wirklich darum, dass sie dich in Empfang nehmen und sich auf dich freuen, sich auf dich vorbereiten. Als Ungläubiger, ne? Ja. Ja, so. Es gelten dann gewisse Regeln nicht, außer dass man natürlich seine Schuhe auszieht. Wir kommen ganz zum Schluss nochmal, wir gucken nach Amerika, weil für mich war das Highlight am Wochenende Saturday Night Live, die sich mit der Präsidentschaftsdebatte auseinandergesetzt haben. Und wir gucken uns mal ganz kurz den Beginn an. Das ist komplett? Nee, nicht komplett. Achso, hier 3 Minuten, okay. Das geht 10 Minuten. Kann man online gucken, ja. aber Alec Baldwin übernimmt jetzt Donald Trump. Und ich finde, sie haben beide super hinbekommen. Ja. Lester, my opponent's tax plan benefits the top 1% so much. It's not just trickle-down economics. It's, I don't know, I guess if I had to call it something off the top of the old dome with no prep whatsoever, I don't know, I guess I'd call it trumped-up trickle-down economics. That's very catchy, Secretary. You just came up with that just now. I did, right off the stiff red cuff. Hey, jazz man, I've got a very presidential answer for this. Our jobs are fleeing this country. They're going to Mexico. They're going to China. I will stop that. If Hillary knew how, she would have done it already, period. End of story. I won the debate. I stayed calm, just like I promised, and it is over. Good night, Hofstra. Donald, there's still 88 minutes left. It's a 90-minute debate. My microphone is broken. She broke it with Obama. She and Obama stole my microphone. They took it to Kenya. They took my microphone to Kenya and they broke it and now it's broken. Can you hear that? It's picking up. Somebody's sniffing here. I think it's her sniffs. She's been sniffing all night. Testing. Testing. Gina. Huge Gina. Secretary Clinton, what do you think about that? I think I'm going to be president. Das ist einfach perfekt. Die Figuren sind so perfekt. Ja, ja. Aber der beste Teil kam jetzt, nämlich, und sie haben auch Hillary Clinton gut bekommen. Ja. Well, this has been an illuminating debate, but now it's time for our... Alicia Machado! I'm sorry, what was that? Who is Alicia Machado? Thank you for bringing that up, Lester. Strong, beautiful political prop that I almost forgot to mention tonight, even though we already made a web video about her. Alicia Machado was Miss Universe in 1996. Where'd you find this? And Donald Trump called her Miss Piggy. How do you know this? And Miss Housekeeping. That's pretty funny. Mr. Trump, your response. Lester, why are we talking about this woman? We should be talking about the important issues like Rosie O'Donnell and how she's a fat loser. And everyone agrees with me, and I just wanted to bring that up in a presidential debate right at the end, my own volition. Good idea. I did it. Secretary Clinton, why are you crying? I'm sorry, Lester. It's... This is going so well. It's going exactly how I'd always dreamed. Perfekt. Das was? Heute Nacht lief die Debatte zwischen den Vizepräsidentschaftskandidaten. Mhm. Ich weiß nicht, ob wir das für Freitag hinbekommen, aber eigentlich müssten wir das machen, weil wir können ja mal Ausschnitte die andere raussuchen, da reingucken und oder so, ja. Weil am Sonntag gibt's schon wieder die nächste Debatte zwischen Donald Trump und Hillary Clinton. Jo, da geht's da schon weiter. Das war's. Gut. Dann kommentiert, unterstützt uns, geht auf iTunes sofort und bewertet uns, weil die Lage der Nation hat schon wieder Vorsprung. Ja, und es liegt wirklich nur an den iTunes Bewertungen. Ja, wir haben zwischen 5.000 und 10.000 Leute, die über iTunes unseren Podcast laden. Also
Geht hin und bewertet. Ja. Und dann bis Freitag. Ciao. Yes, I'm listening for an answer. Ja, an den Großaktionär der Commerzbank, ans Arbeitsministerium. Mich würde vom Arbeitsministerium interessieren, wie Sie die Stellenstreichung von fast 10.000 Menschen, also Commerzbank-Angestellten, bewerten. Begrüßen Sie das? Und Frau Demmer begrüßt das Kanzleramt den Job-Kahlschlag der Commerzbank. Ich verstehe jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz, wie Sie auf diese Unterstellung kommen. Die weise ich strikt zurück. Wir haben uns dazu bisher noch gar nicht geäußert. Das sind Vorgänge der freien Wirtschaft, die wir als Arbeitsministerium hier erstmal nicht zu kommentieren haben. Die Bundesregierung, der Bund als solches, ist Großaktionär der Commerzbank. Das heißt, sie spielen eine Rolle bei diesem Riesenunternehmen. Und wenn da 10.000 Stellen gestrichen werden, dann hat das auch Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Es handelt sich aber zunächst mal um eine Ankündigung und die Entscheidung der Bank bleibt erstmal abzuwarten. Begrüßen Sie diese Ankündigung? Ich spekuliere jetzt hier nicht. Es bleibt eine Ankündigung und die Entscheidung warten wir jetzt erstmal ab. Trägt das Finanzministerium diese Entscheidung mit? Oder diese Ankündigung? Ja, Sie wissen ja, dass wir uns zu den operativen Entscheidungen oder auch strategischen Entscheidungen der Commerzbank hier überhaupt nicht äußern. Insofern haben wir hier auch nichts zu kommentieren. Die Bundesregierung, der Bund hat in der strategischen Ausrichtung der Commerzbank nichts zu tun. Wir kommentieren das hier nicht an dieser Stelle. Das ist alles. Haben Sie nichts mit der strategischen Ausrichtung der Commerzbank zu tun? Wir kommentieren hier. Das ist nicht die Frage. Das hat nichts mit den Stellenschreiben zu tun. Hat die Bundesregierung, hat der Bund. Aber Herr Jung, aber die Antwort ist gegeben. Nun können Sie die Antwort schön oder schlecht finden, aber ist keine Antwort. Der Sprecher des Finanzministeriums, er kommentiert es nicht. Und das müssen wir dann leider so hinnehmen.